Ja, einen wunderschönen guten Abend zu Minecraft. Hier mal wieder. Jetzt ist die Musik komplett weg. Ich habe sie eigentlich gar nicht ausgemacht. Ach, läuft weiter. Gut. Ja, erstmal ein Hallöchen an Maurice, an Benicool. Ist das euer Server? Ja, ist es. Ransom, guten Abend. Vielleicht komme ich heute. Kannst du gerne tun. Und hi Leonie. Ja. Wie gesagt, wir starten jetzt gleich mit Minecraft. Ich habe noch keinen Plan, was ich heute mache. Aber das habe ich heute auch schon mehrmals erwähnt, dass es sicherlich wieder so wird wie immer. Das heißt, gucken, was man machen kann und so weiter und so fort. So, die Musik ist jetzt immer noch ein bisschen laut. Das ist irgendwie immer, das stellt sich immer ganz anders ein. Ja, heute das erste Mal seit langer Zeit nicht mehr bei Twitch, weil bei Twitch haben wir unseren Service sozusagen eingestellt. Ja, jetzt sind wir bloß noch teilweise über Facebook Live und halt hier. Und ja, hier sind jetzt auch eigentlich theoretisch ein paar Leute. Hallo. Hallo. Also ich wollte dich jetzt eigentlich anschweigen. Du wolltest mich anschweigen, warum? Einfach nur so, weil ich kann. Ja, dann mach es mal. Fang an. Los. Immer noch. Aber jetzt kannst du wieder aufhören damit. Hallo? Hallo? Warum schreiben jetzt alle Test? Bin ja ich bin ein bisschen was am Testen. Übrigens, der Server hat Scheiße gebaut. Schon Eigentlich, wieder? eigentlich, wenn, Ach, Scheiße, jetzt eigentlich wenn wir live gehen, sollte im Chat bei Minecraft stehen, dass wir live sind. In Rot. Ich stand ja auch. Ja, aber mitten und vier. Ja. Hi. Hallo. Ich hab Pizza. Oh. Aber ich bin gemein mit meiner Soljanka, oder was? Ja. So. Ja, wieso funktioniert das gar nicht? LMN geht. Dann müsstest du direkt dann solltest du die Taste austauschen. Nein, wenn ich direkt dran schreibe, kommt das raus. Franzi, was wird das? Na, du ver. Tschüss. Du Stalker, verpiss. So, aber was? Alles was? Andere funktioniert ja. Testet ihr gerade die Farm, oder wie? Nein, ich teste ja die anderen Sachen. Fett schreiben, durchgestrichen, unterstrichen, kursiv. Und euch zusammen, geht da. Steht das okay. Ich gucke jetzt mal, was ihr noch da rumtestet. Ah, okay. Gibt noch weitere Farbcodes, ne, nur so. Klar, sie ist schon AFK, aber weißt du, er streamt und geht dann mal erstmal AFK in-game. Was bist du für ein Streamer, ey? Was denn? Ich hab den Chat offen. Aha. So. Und ich bin sogar gut, kann ja, ich dir helfen. Mach ich doch glatt. Sani, beobachte. Test. So. Gut, Ah, kacke. Ups, platsch, klutsch. Ich bin nach unten gefallen. Ja. Warum bin ich jetzt nach unten gefallen? Hab nichts mehr. Aber mehr. So, ja. Das Blöde ist nur, mit den Farbcodes, das geht gar nicht, wenn ich's verzaubern will. Ich hab das mit Farbcodes gar nicht eingestellt. Ja, ja. Das heißt, Franzi. Beschwert mit an Franzi. Und auf Schildern funktioniert's auch nicht, blödes Franzi. Kannst nicht richtig. Oh! So, ich mach erstmal was Sinnvolles. Ich mach jetzt erstmal Weizen abbauen. Hab dich lieb, Franzi, alles gut. Ja, jetzt kommt er wieder angekratzt. Aber hieß es heute nicht noch, dass das mit den Farmen gar nicht gemacht wird? Eigentlich ist es sinnlos, eigentlich. Ja, nee, weil, zumindest im Chat haben wir es gesagt, ne? Ich find's relativ nice für, wenn man in Bücher schreibt oder fürs, Umbenennen von Sachen und, Schilder. Ja, da macht's Sinn, aber im Chat wird das, glaube ich, übersichtlich, wenn alle sämtliche Farben nutzen können. Meine Hacke ist kaputt. Aber für andere Sachen macht das Sinn. Aha. Ich brauch mehr, ich brauch mehr. Also besonders für Schilder und so weiter, ne? Dass man das generell ein bisschen farbig gestalten kann. Genau. So, Anna ist auch da, sehe ich gerade. So schnell eine Hacke, warte, Sonny. Hey, Singpartnerin, habt ihr gestern wirklich gesungen, ja? Noch. Mhm. Im Nachhinein. Haben wir. Jetzt sagt, ich hab nur hey, Hi Sing-Partnerin gesagt, ja, und jetzt kommt hier von Siri, moin moin. Hallo?
What the fuck? Hi, Singpartnerin. Ja, die reagiert. Warum reagiert ihr auf Singpartnerin? Weil sie es kann. Ich will ein neues iPhone. Ich bin eine neue Frau. Diese Frau ist doof. So, gut. Frag doch mal Daisy. Dann mache ich erstmal was Sinnvolles. Als ob Daisy singen kann. Nein. Definitiv. Ach, ich wollte mir noch einen Schornstein auf mein Haus bauen, wo Rauch rauskommt. Machst du irgendwann was Sinnvolles? Ist das Cheating, wenn ich Partikel nutze? Nee, ne? Wenn ich sie selbst von wo auch immer, von wo man die auch immer herbekommt, nutze. So, gut, ich mach jetzt. Job, du Mist. Ding. Ich guck jetzt erstmal, was die anderen so machen, weil mein Haus, da hat sich nicht viel geändert. Wir gucken erstmal bei Cookie, das ist nämlich meine Nachbarin. So, ist Cookie denn zu Hause? Ich glaube ja. Ich mach mal ihr Türchen auf. Der Berg schaut so künstlich aus. Welcher Berg? Der dahinter, meinst du? Mhm. Den müsste ich gemacht hab. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ach, guck, ich bin vor Cookie ins Haus gegangen. Cookie, tut mir leid. Ich war schon in ihr Haus drinne. Hallo. Och, sie kniet sich von mir nieder. So. Was? 2 Stunden lang? Ihr habt zwei. Anna, warum hast du mit Leonie gesungen und mit mir nicht? Also mit mir ja sowieso nicht, aber du singst sonst immer, wenn ich da bin. Ich hab bis jetzt Arme gesungen. Ja, das sag ich ja sonst immer. Oh, sie hat alles aus Holz gemacht, das war mal aus Stein. Hier hat eine kleine Mini-Bibliothek. Ihr Bett hat sich verändert. Was hat sie noch Schönes gemacht? Oh. Das ist überhaupt nicht neugierig, ne? Ja, ne, ich stalk erstmal die ganzen Häuser. Neugierig, das kennt er gar nicht. So, ich geh jetzt mal nach oben. Ich stalke nicht. Das, ich hab dich heute. Darüber gibt's ein Gedicht, glaube ich. So, genau. Oh, Leute. So. Okay, hier ist ein Fernseher. Hier ist ein Fernseher. Oh, hier ist eine Truhe, wo privat dran steht. Aber man weiß schon, wo privat dran steht. Da guckt man als erstes rein, ne? Nein, ich guck da nicht rein, ist privat. So. Du musst am besten da Schule draufschreiben, dann guckt niemand da rein. So, gut, hier hat sich nicht viel geändert. Gut. Warum bin ich eigentlich in GM1? Weil du es kannst, weil du ein Cheater bist? Keine Nein, Ahnung. Ich bin ja kein Cheater, ich. Oh. Ja, das sagt er jetzt. Und nachher wundern sich alle, warum er so viele Diamanten hat. Ich habe noch nicht mal viele. Ich kann auch kurz gucken, wie viele ich habe. Das sind da wirklich nicht viele. Und ich habe alle selbst ersucht. Nein, ich hab wirklich nicht gecheatet. Das, weil sonst hätte ich mehr. Weil ich habe gerade mal Diamanten. Wo habe ich denn Diamanten? Ich habe 10 Diamanten, ja. Ja. Und 5 Stacks, also 6 Stacks, also fast 7 Stacks Redstone. Weil Redstone ist bei mir irgendwie im Keller sehr viel. Leonie hat geschrieben, ja, Olli ist ein Stalker. Bin ich gar nicht. Darf ich ja von der Eiche aus das Gedicht vorlesen, das Leonie geschrieben hat mit Lolli? Das ist nicht jugendfrei. Sicher, es geht um ein Lolli. Übrigens, ich habe ein Klavier bei mir zu Hause aufgebaut, ja. Toll. Ja. Oh, das Olli mit dem Lolli ist musikalisch. Ja, und so weiter. So, gut. Aber jetzt mache ich erstmal was Sinnvolles. Ich besuche als erstes nach Cookie Hearts. Hast du den Kuchen schon hergezeigt? Ja, aber ich habe schon einmal abgebissen. Und das ist Schokokuchen. Ich wusste es. Wenn es kein Schokokuchen ist, dann ist es eindeutig Häufchen. Dings. Was? Kacke von irgendeinem Tier. Und ich wusste warum schon, irgendwas stimmt damit nicht. Warum muss es immer nur vom Tier sein? Denkst du von Anna? Soweit habe ich noch nicht gedacht, dass sie solch so ein Ferkel ist, ja? Ja, Hallöchen, Julia, Pilz. Wie geht's dir? So, ich beiße mal von dem Kuchen ab, ja? Und wenn ich keinen Kuchen mehr habe, machst du mir sicherlich einen neuen, oder? So. Oh, der Kuchen ist so lecker, ich muss ihn jetzt komplett aufessen. Obwohl, komplett habe ich noch nicht aufgegessen. Ein Stückchen ist immer noch. Gut.
Was, wie wann? Weshalb? Okay, ich nehme an, ich darf da durch. So. Ja. Also, Anna, lies einfach vor. Ich bin mal kurz draufgekommen. Schreibt Leonie gerade. So, okay. Hexe! Sie ist jetzt nämlich gerade AFK, das heißt, wir können jetzt einfach mal kurz zu ihr springen. Böses Olli. Geht einfach so zu kleinen Mädchen, die AFK rumstehen. Aha. Das kleine Mädchen ist älter als ich. So, was haben wir denn hier für ein schönes Gebäude? Also, wenn es mal windig ist wird's, oder regnen würde, weil auf dem Server regnet es aus technischen Gründen nicht mehr. Oh, wow, wow, Haus auf Toggle Downfall eingestellt. Nein. Oh. Dadurch, dass man sowieso jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, das sofort direkt mal, dann kann man ausschalten, dass es überhaupt regnet. Man kann auch ganz aufhören, das wegzumachen und es einfach regnen lassen. Nein, das ist echt. Wenn man keinen Regen mag, dann sollte man in ein anderes Biom ziehen. Naja, es geht ja um darum, dass es bei vielen angefangen hat, dann rumzulecken. Nein, Schnee! Darf ich Creeper spawnen lassen bei Netty im Haus? Was? Na, alles was du willst. Aber ich glaube, danach bin ich dann offline. Ich hab dürfen. Und sollen. Ich glaube, durch diesen Fernseher kann man durchgehen. Ja. So. Möchte sie nicht mal das Haus erklären? Warum geht sie einfach AFK? Wo kann man durchgehen? Durch den Fernseher. Wo ist ein Fernseher, was bei mir wahrscheinlich nur ein normales Bild ist? Das war glaube ich eine Etage höher, Moment. Du hast doch auch aufgesammelt. Wo hast du noch? Ich habe alles hier hingeworfen zum Inventar. Ich hab nichts mehr. War das noch höher? War nicht mehr. Hat einer von euch Weizenkörner für mich? Nee, dann gehe ich nach Hause und hol selbst. Ja, okay. Wo war ein Fernseher? Das war wahrscheinlich doch einmal tiefer. Was? Eben war hier noch ein Fernseher, das ist gerade weg. Guck im Stream. So, nee, Quatsch, ich guck mal nochmal ganz kurz. Hier war das, glaube ich. Moment. Oder auch nicht. Aber ihr Haus ist schon mal kaputt gegangen. Sie hat überall Löcher drin. Creeper. Franz, wir müssen uns noch was einfallen lassen zum Thema Creeper. Ja, Heidi, Dick. Glaub mir, du vergeist. Ich würde sagen, Creeper spawnen, wenn ich ja. Ja, aber weniger spawnen, wenn einer da ist, kann trotzdem alles weg sein. Theoretisch. Das ist aber das Normale eigentlich. Du müsstest mal theoretisch Endermänner ausschalten, weil Endermänner nehmen einfach Blöcke weg. Ja. Gut, aber mit Endermänner ausschalten okay, nie im Leben, dann macht das End ja gar keinen Sinn mehr. Ja. Was mit den Blöcken ist okay, dann nimmt er sie halt weg, aber ein Creeper macht alles kaputt. Das ist doof. Ja, wenn es dann gerade im Haus ist. War schon irgendwer im End? Ja. Ja, mehrmals. Das Ende Tara wurde schon zweimal getötet. Ja. Was meinst du, woher Sunny, Tanja, Nettie, Franzi, Kevin und ich die Drachenköpfe her haben? Richtig, und die gibt's. Und die gibt's da nicht mehr. Doch, da gibt's noch ein paar Köpfe mit Sicherheit. Ich war noch längst nicht bei allen Schiffen. Ja, nee, ich meinte jetzt generell zum Thema, wenn wir das wieder umstellen. Nein, Olli, halt, stopp. Die Endertau-Köpfe bekommt man von den End-Festungen. Von den Schiffen, nicht nur von den Festungen. Nein, Olli. Von den Festungen, sondern nur von den Schiffen. Gibt es bei den Festungen manchmal Schiffe. Und dort ist ganz vorne dran ein Kopf eines Drachens. Genau. Und unter Deck findet man in einem Bilderrahmen die Elytren. Also die Flügel. Olli ist überfordert. Nee, ich bin nicht überfordert. Ich guck hier, ich weiß nicht, was ich jetzt hier gerade auf den Server machen soll. Es wird auch gerade schon wieder dunkel. Ja, nicht nur schwer. Und genau diesbezüglich, weil es gerade wieder hell gemacht worden ist, war ich ja auch am Überlegen heute, ich schon zu Franzi gesagt, ob wir das Time Set Day und Night Day aktivieren. Dass es auch keine OPs mehr machen können. Fände ich gut. Vor allem, weil mit der nächsten Minecraft-Version, da hat nämlich jetzt schon Snapshot, bekommt man, wenn man zu lange nicht geschlafen hat, Halluzinationen. Danke! Und es tauchen dann Phantome auf. Neue Monster. Danke! Wer war das? Ihr habt euch aufgeregt.
Ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Molly ist jetzt gerade gestürzt aus großer Höhe, nur weil kein Licht ist. Toll. Armes Olli. Nee, nicht, weil kein Licht ist. Ich bin zu Hause, da wollte ich gar nicht hin. Ja. Hallo, bin wieder da. Hallo. Du warst gerade bei mir, ne? Nein. Auch wenn ich eine Kekslieferung gekriegt habe und AFK war, ich habe irgendwas bei mir rumspinteln sehen. Kann nicht sein. Ich bin schnell durch deinen Fernseher durchgelaufen vorhin. Ja, toll. Sunny, danke für die Hilfe. Ich bin mit Nettie im Bett. Behe. Echt jetzt? Ernst? Ja, würdet ihr bitte schnell schlafen, damit das hier ein Ende hat? Oh nein. Olli, lass die Hose oben. Dankeschön. Bitte. Was? Ihr hopst auf meinem Bett rum, der Arsch. Nein, vorher warst du noch drunter. Komm mal mit. Ich hab vergessen, wo der Fernseher war. Aber dein Gebäude, war da schon mal ein Creeper drin? Wieso? Nein, da war eine Hülle drin. Achso, weil da schon einige Löcher sind. Ja, da war eine Hülle drin. Da drüben. Ups. Ach, guck mal hier. Hallo? Das finde ich gut, der Berg sollte eh weg. Siehst du? Also Creeper haben auch Vorteile, ja. Man kann sie so zerstören von. Oh, rote Beete schon gepflanzt, ja. Und Kürbisse. Irgendwo war das. Ich verwechsel die Stelle immer. Da habe ich ein größeres Projekt vor. Das will ich mit dir zusammen machen. Mit mir zusammen? Kannst du überlegen, ob du das live machst oder nicht? Au, sag mal. Ich wollte dich anschubsen, dass du schneller vorankommst. Der hat mich gehauen. Niemals. Das würde ich niemals tun. Das ist mein Gedicht im Vergleich zu dem Nichts. Was? Dieser Stream sollte nicht jugendfrei sein, kommt hier gerade. Ja, den dürftest du aber auch nicht zuschauen, Leonie. Siehst du das, was das hier ist? Den habe ich vorhin schon gesehen und dann davon bin ich gestorben. Oh. Also ich war hier und irgendwas hat mich von hinten geschubst und mich heruntergefallen war tot. So? Oh, scheiße, geht nicht. Hier will ich dann riesengroße Drachenflügel machen, so nach dem Motto, als wenn er hier kurz vorm Losfliegen ist, oder so hier oben am Berg. Oh Gott. Ich liebe es, darunter zu fallen. Zombie kommt zu dir. Ja, aber ich habe ja noch Unkel essen. Der brennt aber. Wo habe ich denn mein Brot? Obwohl ich jetzt Karotten. Karotten sind eh gesünder. So. Au. So, ich komme mal wieder. Hoch. So. Und zum Thema, was wir heute machen, keine Ahnung. Ich laufe erstmal durch die Gegend und guck mal, was die anderen so schönes hier bauen. Du musst dir das mal von Joey angucken. Hab ich schon gesehen das gestern. Das ist so leicht. Das, aber ja, das. Aber. Ich weiß nicht, was er schon wieder gemacht hat. Erstens das und zweitens, wo ich das gestern gesehen habe bei ihm, ja. Das ist wirklich krank. Ach, scheiße. Wenn der Server umverdeckt, liegt es an seinem Gebäude. Was hat er gemacht? Kennst du dein Gebäude noch nicht? 1000 Blöcke entfernt von euch. Das ist richtig geil. Ich glaube, so geil kannst du noch nicht mal bauen, Anna. Ich komme jetzt zu dir. Ich hab vergessen, wie du heißt. Irgendwas mit ab. Irgendwas mit ab. Abtonia. Nee, ich will ja nicht zu Anna, ich will ja zu Joey. Joey. Ah, richtig. Ich bin gerade im Rockwell. Hi. Wo? Gut. Ich brauch mir Holz für den Boden. Ich hätte hier auch noch Fichtenholz, das ist auch sehr dunkel. Nee, Schwarzeiche. Fichte! Schwarzeiche. Oh, hier ist ein Tierchen. Fichte! Bring mir mal bitte ein paar Setzlinge mit, danke. Warum sind die Kühe eigentlich so hässlich mit diesem Texture Pack? Nimm mein Texture Pack, Specs ist geil. Da habe ich aber meinen Flatscreen-Fernseher und so weiter nicht mehr zu Hause. Nimmst du die Nase aus der Keksdose? So, ich port mich mal home, du kannst dich dann ja hinterher teleportieren. Okay, ich warte. So, bin zu Hause. Bitte! Das sieht doch so geil aus. Der kannst du eh nicht verhindern, wenn du schauen kommst. Aber das hier ist ja noch harmlos, das was man hier sieht, ja? Obwohl die Dinger hier auch schon total geil sind, wenn man die auf und zu macht, die Drohnen. Die kannst du auch an der Seite klatschen, dann gehen die seitlich auf. Und guck mal in den Bilderraum. Oh, du hörst es. Hier über der Tür in den Bilderraum.
Das ist das Einfache. Aha. So, aber ich gehe jetzt erstmal kurz. So, irgendwo ist nämlich dein. Mal zeigen. Deine Pflänzchen. Du hast einen komischen Schwanz. Hm? Ja, nee, schon gut. Anderes Thema. Falsche das Uhrzeit. Das sind Flügel. Der sieht aus wie ein Schwanz. Oh, du hast Lamas. Da hinten ist das geile Gebäude. Moment, wo ist denn das? Da, Regenbogenschaf. Naja, man sieht es unter den ganzen Schafen nicht. Dann macht es Spaß. Na, was denn? Ich sie beobachte. Na, ich laufe jetzt hier gerade zu seinem Kunstwerk. Aua. Deswegen du machst die Felder kaputt, Sunny. Das war schon weg vorhin, bevor es bepflanzt konnte. Achso. Du springst Hase. Ach ja, ich muss dir mal was zeigen, Olli. Mhm. Jetzt leuchte ich. Ach du Scheiße. Auch im Dunkeln? Ich mich so sogar durch Wände durch. Wenn du jetzt über meine Felder springst, ich bring dich um. Ich sag dich, ich kastriere dich. Was ist das? Wo ist denn der Eingang? Hier? Oh, hier ist eine Lücke. Ja, ich find die Tür sowas von geil hier. Ja, hier ist die geile Tür. Ich liebe diese. Da war eigentlich auch vorhin noch Dingens, so ein Eisenbullen, aber der ist mir gestorben. Ja, ich muss hier wieder spielen. Sorry. Was? Hat's kaputt gemacht. Du hast die Tür kaputt gemacht. Mach die wieder an. Wer ist denn hier im Wendisch? Anna. Hi Anna. Hi. Was hat Anna denn gemacht? Hat ihr was kaputt gemacht? Sie hat an der Tür gespielt. Böse Na, Anna. Ich habe eine Olli beobachtet. Anna? Ich bin hier. Anna, hier ist der Hebel, um die an- und auszustellen. Ah! Sunny? Hallo, Sunny? So, ich geh mal kurz duschen, ja? Ich komme hier nicht mal rein in der Dusche. Soll dir helfen? Nein. Warte kurz. Ich glaube, er ist schon groß. Ja. Man stirbt darin noch nicht mal, ist das geil. Man denkt, man springt hier runter und stirbt, ja? Ich habe Angst, hier ist so viel Musik. Ja, das ist, weil ich oben eine Schallplatte reingelegt habe. Bei mir wird gerade ein Lied von YouTube gespielt, weil ich es eingestellt habe. Also, halt immer, wenn ich die Schallplatte reinlege, wird das Lied abgespielt. Nein! So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Nur per Teleport. Wetten, ich bekomme eine andere Lösung hin. Ohne was abzubauen? Ja. Ohne GM. Game Mode! Nein, ohne GM. Ich hab Fly genutzt. Yay. Hallo. Und ich bin trotzdem gestorben. So. Schatz, hast du gesehen? Olli, bald 30 Stalker und spielt mit Tieren. Was? Jacqueline! Olli, Anna hat mein Pool vergrößert. Ah, hat es mit dir abgesprochen, ja? Ich muss mal deinen Pool kurz angucken. Schatz, Kekse? Nee, mach keine Kekse. Was ist mit dir los? Ja, jetzt gerade nicht. Ich hab noch so viel Salami. Du solltest nicht so viel naschen! Wenn man im Kochen ist, der Koch muss immer kosten. Hallo, ich hab gekocht mit dir zusammen, ich hab nicht genascht. Der war gut. Was? Olli, hast du schon gesehen, ich hab den um den Power herum mit Nettie geterraformt. Moment, ich komm wieder rüber. Mal liken hier. Dann darfst du gleich mal begutachten, ob hier die Dünen da hinten naturgetreu sind. Hinter dir. Hinter mir ist ein Gebäude. Ja. Du wirst umziehen. Echt? Ich dachte, das kommt man nur mit Spitzhacken. Ja, Anna sieht auch zu mir. Nein. Was? Das Gebiet schaut so künstlich aus. Ich kann auch in die Höhle, ey. Bei mir? Nee. Nee. Ich bin abgestürzt. Hallo. Hi. Ja. Hier, da. Terraformed. Das war vorher alles bis dicht an den Tower ran. Die ist nicht geschenkt. Was ist nicht geschenkt? Okay.
So, ich kletter jetzt erstmal die Leiter hoch. Ja, ja, ich wollte ich auch gerade sagen, ich muss mal kurz. Wo beginnt die denn? Die war da hinten, ne? Ja, hier hinten bei mir. Jetzt läuft's mir da nachher. Gut, ja. Beni schreibt, wie ist die Server-IP? Ich bin schon gerade am Schreiben. Keine Quarzblöcke mehr, sondern Quarzsäulen. Ich kletter jetzt erstmal die Leiter hier hoch. Mach das. Am besten in der Außenansicht. Ja. Sieht total lustig aus, ja, wie man hier die Leiter hochklettert. Anna am ersten Hund muss zugucken, das war ja klar. Armes Hund. Wie kannst du nur? Ja, wie kannst du nur vom Hund essen und dem Hund nichts abgeben? Kannst du mir das Holz mal kurz abnehmen? Franzi? Ja? Es gibt auch ein Plugin, was wir raufpacken könnten für Leute, die frisch drauf sind, aber dann kommen die zwar rauf, ja? Wir brauchen keine Whitelist mehr, aber die haben die Arschkarte. Ja. Weil der komplette Server wäre protected für die. Wenn die noch keinen Rang haben. Weil die brauchen erst den Rang später, dass die was abbauen können. Olli? Ja? Was ich auch noch fragen wollte, wenn die Shops demnächst draußen sind, ob wir haben, nein! Schon... Nein! Nein! Ich bin nicht gestorben, okay. Ist ja lustig. Obwohl wir haben ja schon ein Plugin, um Geld und alles zu bekommen. Wie wär's, wenn man ein Claim-Plugin drauf macht? Weil das würde dann euch entlasten mit dem gesamten Protecten und es würde den Spielern das vereinfachen, auch Freundenrechte zu geben. Problem okay. Bei der Sache ist wieder, weil die wollen ja immer ein bestimmtes Gebiet haben, was für den ist. Das heißt, ja, das andere kann man selber claimen mit einer Goldschaufel. Und wenn man nicht mehr genug Blöcke hat, kann man sich für einen Euro oder was hier die Währung ist, sich einen neuen kaufen und dann kriegt er das Geld durch die Shops, durch die Jobs. So kann man dann auch seinen. Sich gegen große Grundstücke einfach so claimen, wenn man genug Geld hat. Genau, und dann kommt irgendjemand zu mir, tut einen Teil von meinem Grundstück, weil ich das nicht gemacht habe, einfach mal protecten und ich kann nichts mehr machen. Also ich selbst schon. Kannst ja in die Regeln schreiben, nichts von anderen Leuten claimen und wenn ja, schon, wird das halt entfernt. Das wäre natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Also ich fand's gut so, wie es ist, wie es jetzt ist. Also ich finde, ja, ich muss wirklich sagen, es ist ja übersichtlich bei uns. Und deine Leiter, ist, deine Leiter ist kaputt, ne? Würde ich bloß sagen. Ja, ich weiß, da fehlen zwei Blöcke. Achso, also kommt noch einer, wo einer fehlt. Gut, ich laufe erstmal weiter hoch. Hat irgendwer Lapis? Nein, Entschuldigung, das letzte habe ich gerade. Das komische Lapis, Lapis, das blaue Zeug? Mhm. Ja. Guck bei mir in der Truhe. Da ist, glaube ich, noch ein Stack oder so. Oder fast. Weil jetzt war es, wo du wohnst. Ja, bei mir, slash home eingeben. Ach ne, geht hier. Da war nicht. Warte, ich bin jetzt mal kurz hier oben. Ich gehe gleich wieder nach Hause, ja? Okay. Wollen wir Bungee Jumping machen? Genau. Ach, du kannst ja schweben, wa? Ja, ich hätte ja die Flügel. Warum sterbe ich denn nicht? Ach, ich hab Fly noch an, glaube ich. Kekse! Aber hat auch wieder Vorteile. So, ich geh mal kurz nach Hause. Slash home. Ich würde es geil finden, wenn man es Fernzugriff hätte, ne? Irgendwie slash Truhe 1 und dann ist man die erste Truhe auf und so weiter. Da kann ich von unterwegs meine Truhe. Womit du zum Beispiel slash Ender Chest machen kannst und slash Workbench. Womit du dann darauf Fernzugriff hast jederzeit. So. Aber das wäre dann wieder zu viel Add-on. Hier war es nicht. Hier ist einmal. Kannst du nicht mehr vom Kuchen essen? 1,5 Stacks sind noch da. Olli ist zu dick, der kann nicht mehr vom Kuchen essen. Ja. Wie viel darf man nehmen? Das, was du brauchst. Also alles. Okay, danke. Weil ich habe den Sinn davon noch nicht erkannt, wozu das gut ist. Verzaubern. Ich brauch die wieder. Für blaues Glas. Ja, für blaues Glas habe ich letztens blaue Blumen genommen. Du hast es. Du hast ja gar nicht alles genommen. Ändert. Ein Stack ist noch da. Ja. Dann ist ja gut. Dann weiß ich ja, dass ich es verzaubern kann. Ach, siehste, ich wollte noch aus dem Dings, wo Lava mal drin war, da wollte ich noch das komische schwarze Zeug rausholen. Das habe ich vergessen, was ich tun wollte. Kann ich mal mein eigenes Netherportal aufbauen? Oh, meine Karotten sind fertig.
Olli, ohne es jetzt auszusprechen, erinnerst du dich noch an meinem Nether-Portal aus dem Park? Ganz dunkel? Ja, ich weiß, wo da einer war, aber... Das, was drumherum gebaut war? Mhm. Das habe ich auch wieder vor. Das wäre doch mal auch so ein Ding, Hilfe? Nein, Quatsch, das kriege ich schon hin. Was ich auf jeden Fall noch, der Stream heißt ja heute, Franzi hat's gesagt, das heißt... Deswegen heißt er... Oh, es kommt jemand Neues auf dem Server. Hat Franz die Whitelist deaktiviert? Ach, die Whitelist müsste eigentlich aktiviert sein. Ja, nee, Sascha ist noch in der Whitelist von damals drin, ne? So. So, Jacqueline. Aber ich durfte auf den Server sein, ohne dass ich ins TS gekommen bin. Warum durfte ich das? Aber immerhin habe ich ja kein Mikro. Bei dir ist es was anderes. Punkt 1, du warst doch da, wo die Regeln anders waren. Und Punkt 2, du hast dich von Anfang an ordnungsgemäß benommen, dass, dass wir da nichts weiter zu beanstanden hatten, dass wir dich wieder rausschmeißen. Ey! So. Ich werde jetzt nicht beleidigend. Scheiß Creeper! Okay. Was hat er getan? Was hat er getan? Rums. Rums. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Olli? Ja. Wir hatten noch bei mir was vergessen. Ich wollte das doch gestern noch mit dir gemacht haben, beziehungsweise dann heute nachher. Was denn? Mit anderen Leuten. Und zwar hinter meinem Haus stehen ja Lamas, ne? Weißt du, was man damit so Schönes machen kann? Ja! Ich weiß es. Angst? Moment, da ist gerade eine Nachricht. Ich grüße euch von Dennis. Dennis, danke für deinen Mut. Und schön, dass du da bist. So. Ich weiß es nicht. Wollten wir dich schlachten? Wollten wir Leder daraus machen? Nein. Ich weiß, was du damit machen wolltest, was wir damit machen wollten. Du weißt es nicht, du warst nämlich nicht da, als wir darüber geredet hatten. Ja, aber ich kann es mir denken. Was? Jeder nimmt sich einen Lama, wir gehen damit zum unten Ozean, setzen das Lama auf ein Boot und fahren damit durch die Gegend. Oder wir setzen das Lama in ein Boot und schmeißen es aufs Meer und lassen das Lama drin und irgendwann kommt es wieder an. Irgendwo. Wie eine Flaschenpost bis in anderer Form. Ja, genau. Nee, weiß ich nicht. Eine Lama-Post. Eine Lama-Post. Aha. Aha. Muss ich jetzt Angst haben? Nein. Das habe ich mich aber auch gerade gefragt. Ah, nee, er meint wahrscheinlich mit Lama-Post typisch, das typische einfach verschicken und mal gucken, was ankommt. Genau. Ich glaube, das bleibt dann einfach mitten auf dem Ozean liegen. So, dann kommt einfach alle her, die da mitmachen wollen. Ich habe 10 Lamas, das sollte passen für 10 Leute. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das geht ja genau auf. Ach nö, da muss ich ja. So, ich switche jetzt mal. Ich glaube, dass die spawnen. Ein Lama-Gulasch wäre auch nicht schlecht, oder? Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine das ganz anderes. Ah, hey. Hallo. Hey, dann setze ich einfach auf irgendeins. Wenn die anderen mitmachen wollen, können sie sich ja herteleportieren. Ich darf auf irgendeins. Aber ich bin ja ein kleines Mädchen, das heißt, ich muss ein... Was denn? Das Loot für, über... Die. Welches Loot denn? Das Loot gekühlt. Ja, ich grüße euch von Dennis, habe ich vorgelesen. Achso. Ja, ich hab's damit gehört, halbwegs mit meinem... Freund am Labern. Was zu suchen? Ja, die haben alle komische Ohrringe drin. Der hat rote Ohrringe. Rosa. Der Rosa ist hier. Die haben keine Ohrringe, das sind Teppiche. Ja, aber an den Ohren haben die Ohrringe. Nö. Ich hab das Böse mit der Brille. Mhm. Ah. So. Und Ohrwärmer. Galopp. Möchte sonst noch wer? Wo sind die anderen? Kommen die noch? Olli, das sind Ohrwärmer. Ihr macht das sicherlich alle mit, oder? Bei was? Da bei der Lama-Fahrt. Keine Ahnung, was sie hier vorhaben. Ich sitze schon auf dem Lama drauf. Ich nicht, ich bin beschäftigt. Dito. Sorry. Sunny kommt auch? Ja. Gut. Weiß ja, was es geht. Ja, ich sitze auf dem Lama.
Jetzt brauche ich eine Angel mit irgendwas vorne dran, dass das Lama dahin läuft. Geht das wie bei den Schweinen? Viel besser, machen wir dann so. Na, komm, zack. Geh mal in die Außenansicht. Siehst du uns das gerade an oder was? Ja. Es ist ja Rudel, deswegen vorhin ist er am Ort. Ah! Eine schöne Karawane, ja genau, mitten ins Loch. Nee, das sollte ich nicht. Die Karawane zieht weiter, der Olli hat Durst. So, und jetzt machst du eine Wanderung zu jedem Gebäude, ja? Dass wir alle mal besuchen. Da hast du mal auf die Koordinaten geguckt? Du kannst nicht mal. Na, so, der nächste Ort ist 7000 Blöcke weiter nördlich. In einer Stunde sind wir da. 70.000 Blöcke weit entfernt vom Spawn. Ja. Wie viele Blöcke vom Spawn? Circa 70.000. Ach du Scheiße. Oh, warte. Da hinten ist der Spawn. Der Spawn ist 71.465 Blöcke entfernt. Okay. Und zwar in genau diese Richtung. Und hi Anne, ja, wie geht's dir? Du lebst ja auch noch. Wie weißt du das? Was? Also wie viele Blöcke vom Spawn entfernt bist? Wenn er mal am Spawn war und geguckt hat, wie viel. Ach so. Wenn man eine Karte hat, ob er rechts oder so. Was Wegpunkte sagst du? Ich habe hier noch ein 2 Stacks mit Aschaffe Creeper. Darf ich mal nebenbei? Nein. Nein. Nein, war auch ein Scherz. Wenn du danach alles wieder so hinrichtest, wie es vorher war, gerne. Ich hab's. Olli, merk dir mal eins, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Creepern schmeißen. Ja, aber ich hab's. Du musst aber das so bedenken, ja. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Wenn die Creeper das kaputt machen, müssen die es auch wieder heile machen. Ja, aber nein, du hast die Creeper rausgelassen. Du hast Creeper also gemacht. Genau, du hast Creeper gemacht, du musst wieder heile machen. Nee, die Eier haben die gemacht. Nee, du hast die Eier geworfen. Peng, fertig. Sind wir schon wieder zurück? Ja. Das war schon die Fahrt, Ich hab hier noch einen Coin, kann ich nochmal reinschmeißen? Dann fährt er weiter. Ich freue mich schon auf die neue Version, da gibt's einen Dreizack. Und eine Schildkröte. Und da kannst du dann die Creeper aufladen. Hä? Wie meinst du Creeper aufladen? Mit dem Dreizack oder was? Ja. Und dann? Ach, das stimmt ja, das geht ja so nur mit Blitzen. Richtig. So, aber ich will jetzt nichts sagen. Lama angeleckt, Lama meins, ne? Bis dann. Los, komm. Lama, fahr. Mann, das ist doch... Hast du jetzt fahr gesagt? Sagst du alle What the fuck, Olli? Weißt du, der spielt ja schon Pferdespiel und weiß nicht mal, wie man einen Lama zum Laufen bringt. Ja, ja doch, genau. W-Taste drücken, geht aber nicht. So, ich steig ab. Aber war eine nette Fahrt. Danke. Vielen Dank. Was ist das hier in der Mitte eigentlich? Eine Truhe. Wo die Teppiche drin sind und eine Leine. Ah. Also, falls es rumlegt, ich bin schuld. Böse. Was tust du denn schon wieder? Oh oh. Ich geh herum. Und klär mit dem Boot. Oh, du hast bloß noch einmal Weizen hier. Hm? Ja so, ja, das. Ich brauche kein Weizen. Sorry, ich konnte es leider nicht vollenden. Alles gut. Ja, ich habe letztens ganz viel Weizenkörner verbrannt, weil ich einfach mal und so. Ich ist gebracht. Aber die Eier sind, die Eier sag ich schon, die Bäume haben schon was, oder? Leck! Das war jetzt nicht I. Das war ein starker Leck gerade. Oh ja. Nicht I, ich hab nicht I. Oh. Der Baum hat sich gerade auf einmal abgelöst. Also von unten auf oben komplett ab. Das war seinem Kritikum. Ja, das ist auch so. Ach, das ist tatsächlich so? Ja, das ist tatsächlich so. Was blöd ist, wenn die zu groß wachsen und ich nicht mehr an die Blüte rankomme, kann ich die nicht wieder neu pflanzen. Deswegen habe ich ein paar Blüten in Reserve. Weil das ist ja das Typische, was mal jemand als Plugin haben wollte. Einmal mit der Axt auf den Baum hauen, ganzer Baum weg. Timbermod. Ja, das ist doof.
Ja. Ist das belustig? Na, ich find's, ja, ich find's so doof, weil Punkt 1, jeder, der es macht, wenn es mehrere gleichzeitig machen könnte, es lecken. Weil er gleich mehrere Blöcke auf einmal. Obwohl, wenn ich jetzt ehrlich bin, mit World Edit 70.000 Blöcke auf einmal wegmachen geht ja auch. Ah, na, dein Akzent, das war jetzt nett, ich weiß, was? Ich heiße Nettie. Deswegen so, hä? Ich war jetzt etwas verwirrt. Seid Nettie. Ja. 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 Ich habe jetzt gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Alles. So. Anni schreibt. Mir geht's gut, Olli, und dir? Ja, auch danke der Nachfrage. Und ja, ich lebe immer noch. Ja, du warst aber lange nicht mehr da. Und hi, Toxic HD. Kannst du mich grüßen? Hab ich ja jetzt damit gemacht, denke ich. Und ich werde jetzt das nächste tun. Ich werde jetzt... Wer ist noch online? Bei Anna war ich noch nicht. Ich bin nicht zu Hause. Ist ja scheißegal. Reicht ja, wenn ich da bin. Oh, das, da würde ich Angst haben, wenn du nicht zu Hause bist und Olli kommt dich besuchen. So. Bei mir ist es immer so geendet, dass alles unter Wasser war hinterher. Ja, Anna hatte eine Burg gehabt und immer wenn sie... Anna sage ich schon. Nettie hatte eine Burg gehabt und immer wenn Nettie nicht da war, auf dem Server, ja, habe ich ihr ein Zeichen gegeben, dass ich da war. Und ich habe die ganze Burg unter Wasser gesetzt. Komplett. Komplett. Unter Wasser. Ja, natürlich, muss sich ja lohnen. Oder den Brunnen außer Betrieb gesetzt. Irgendwas leckt schon wieder. Ich kann keine Früchte essen oder allgemein nichts essen. Jetzt. Ich bin's nicht. Ich glaube, das wird jetzt ein Running Gag zwischen uns. Nicht erwarten, gut, und jetzt waren wir bei Anna. Bei Anna ist es so total langweilig, weil hier gar nichts ist. Hier sind ein paar Karotten, juhu, ein paar Wölfe, juhu. Alles Konnte. Andere ist außerhalb des Gebäudes. Obwohl, du hattest doch mehr. Du hattest doch mehr als nur diesen einen Turm. Und wo war hier noch was bei dir? So, da drüben ist eine Insel, da ist aber auch nichts weiter. Hier war da noch mehr bei dir, oder? Anna, ich schlaf mal in deinem Bett. Mach das. Aber Käsefüße aussehen. Ja, gemacht. Besser aussehen. Ah, okay. Ey, wie das funktioniert jetzt hier gerade, ja? Schon vier Leute, die schlafen. Das Dumme ist, umso mehr Leute da sind, umso mehr Leute müssen schlafen gehen, ne? Ja, 50% vom Server. Ja, richtig. Ich kann das auch umstellen, dass es schon ab 25% oder so geht. Aber, dann wäre es ja immer hell. Wenn 100 Leute da sind, dann wird das aber nix. Autsch. Doch, dann müssen 25 Leute schlafen gehen. Ja gut, bei Anna ist es wie gesagt total langweilig, da gehen wir jetzt mal wieder weg. Ja, wen haben wir denn jetzt noch? Hemidactylus waren wir schon, Klarsichtfolie waren wir schon. Bei Joey waren wir schon. Grad erst drauf. Franzi. Bei Franzi? Ist Franzi zu Hause? Nein, ich bin nicht da, nein. Franzi ist nicht zu Hause. Scheiße. Es hat gerade gedeckt, wir machten ja irgendwie gerade ganz so was im Server. Man hat Anna, die im Boot irgendwie rumfahrt? Negativ. Nein. Okay. Also ich mach auf die Sonne. Der Wassertempel. Ich halte mich sogar dran, ich springe hier nicht durch die Gegend, ja? Wie war das? Ich will hier kurz beim Unterwassertempel bleiben, ich wollte da nämlich gerne mal Wächter, rein. Wächter. Nicht gut. Ja, dann komm zu mir her, mach TPA. Ja, Moment, ich muss noch so circa 100 Blöcke weit sinken, weil ich gerade das Meer erforsche. Meine dumme Frage, ist das nicht ein bisschen zu groß, die Weizenfarben hier? Schreibt mir mal in den Chat. Nein. Naja, ich finde schon irgendwie, oder? Wie viel Weizen braucht ihr denn, dass ihr so viel... Vor allem, das ist nur die erste... ist doch nicht groß. Das soll noch eine Etage drüber und eventuell noch eine. Ich wollte eine Karottenfarm machen und... Kürbis und... Ja, richtig, aber wenn schon die Weizenfarm, weiß ich, wie groß ist, ja? Das ist doch nicht groß. Weil die Schweinefarm... Na, Schatz, das... ja... Huch. Ach, Kacke, ey. Nein! So, hier ist übrigens eine vollautomatische Maschine.
was eigentlich ein Regelverstoß ist, aber die funktioniert. Wer hört immer schon? Automatisch. Die ist kaputt. Die geht gar nicht. Da funktioniert sie. Ah, jetzt. Die leckt aber wie verrückt. Ich will ja irgendwann mal diese Hühnermaschine. Hühnermaschine bauen. Das ist hier nicht auf dem Server nicht erlaubt, weil das zu sehr auf den Arbeitsspeicher geht. Ah, okay. Aber wenn wir zwei wieder, ne, unseren Server machen, dann kriegst du deine Hühnermaschinen. Zu wem darf ich mich denn jetzt teleportieren wegen der unter Wasser? Zu Abtonia oder wie der heißt. Ich bin nimmer da. Oh nein. Echt jetzt? Aber mein Vater, ich habe einen Home-Punkt gesetzt. Ich kann wieder zurück dann später. Auf einmal wir schauen, wo ich hinziehen kann. Sunny? Ja, hier. Nicht bis zur Holzsetzung. Holz setzen? Ja. Ja. Alles gut, ich habe einen eigenen Unterwassertempel. Schatz, wollen wir schlafen gehen? Was? Jetzt schon? Ja. Das ist auf dem Samstag? Nein. Einziges Problem, was ich jetzt bei dem Unterwassertempel sehe, ich habe keinen Unterwassertrank oder Fackeln. Ich nehme mal Zierer mit. Frag mich eine Stunde nochmal. Ich potte mich einfach gleich nach Hause. Ja gut. Weil das hier Franzis Gegend ist, ist auch total langweilig. Oh nee, das ist aber wo weg. Es sind nicht mal Villagers zu Hause hier, ja? Doch. Da haben wir Villager hier. Ach da, ja. Der ist gerade zu Hause. Olli hat hier Villager gefunden. Hat gesagt, es ist total langweilig bei uns. Nur weil er sein eigenes Haus nicht weiterbaut, ist es langweilig bei den anderen. Aha. Ja, ich bin noch am überlegen, was ich bei mir weiterbauen soll. Olli, du kannst mir ja helfen bei meinem Turm. Oh, ich hab noch so viel bei mir zu Hause zu tun. Olli, du kannst Quarz für mich farmen, weil dann kann ich ja Villa bauen für die. Quarz habe ich genug. Ich glaube nicht, dass du Artig Quarz hast. Nein, ich habe eigentlich gar nichts an Quarz. So, wo seid ihr, fragt Sascha. Irgendwo auf der Karte zerstreut. Ist es okay, wenn ich mal nicht so lange in den TS komme? Ja, machst du ja die ganze Zeit derzeit. Ist alles okay. So wie du halt Lust und Laune hast. Totke ist zu Hause am Wasser auf dem... Nee, Anni hat gerade geschrieben. Ich weiß gar nicht, Anna, kennst du Anni noch? Keine Ahnung. Eine Schweizerin. Ich glaub, kurz. Oh, nein, ich bin mal weg. Nicht. Tschüss, einkaufen. Tschüss. Viel Spaß, bring mir was Schönes mit. Ja, was Spannendes. Und was zum Spielen. Und Schokolade. Und wie? Und die Überraschung. Schokolade. Am besten was aus eurem besteht. Bitte. Ich glaube, im nächsten Stream ist mein Brunnen wieder da. Ich glaube, den baue ich jetzt dieses Wochenende noch wieder auf. Ja, Olli, wir haben jetzt Wochenende. Ja, dieses Wochenende, ja, aber ich mach's jetzt nicht im Stream, weil das dauert zu lange. Ja, ich muss sagen, dieses Dorf sieht richtig geil aus, also richtig modern halt, ne, weil es hauptsächlich aus Glas ist. Ich möchte Kevin danken, der hat die ganzen Häuser gebaut. Ja, Kevin, hast du gut gemacht. Seid ihr... Schatzi? Für die Sandes hast du gut gemacht von Oni. Auch wenn ich das ungern zugebe, aber ich muss es leider zugeben, weil es wirklich gut aussieht. Ja. Ja, ich habe hier moderne Häuser hier gebaut und dann haben sie es wieder abgerissen, weil es mir nicht gefallen haben. Dann hat dann Kevin gemeint, ja, okay, dann baut er halt und ist eigentlich richtig geil geworden. Ja, könnte ich auch. Ui. Wie sich Anna einfach so mit teleportiert. Bibliothek schon. Nein, er liebt sie. Aber ich. Nein, guck in den Stream. Aber ich finde, über den Türen und so weiter könnte ruhig stehen, sowas wie: Das ist Bibliothek, das ist das Haus vom Villager Klaus. Und. Hey Franzi! Und das ist das Haus vom Villager Mohammed und das ist das Haus von Villager. Ja, nur gehen die da nicht. Olli, benutzt du Optifine? Kann man das essen? Also ich glaube nicht, weil ich kenne das noch nicht mal. Du musst mir erklären, was es ist, du weißt es wahrscheinlich. Warte, ich gucke in deinem Stream. Komm rein, arbeitslos. Achso, nee, das glaube nicht, dass du das nutzt. Warte, ich guck grad in den Stream. Nein, Optifine ist so, dass diese, du siehst doch deine Gläser, Olli. Die sind so komisch einzeln.
Und mit Optifine sind die als E-Ganzes. Die haben dann nicht so komische. Ja, bei Vize-Beast war schon automatisch drin. Ja. Richtig. Nee, nutze ich nicht. Also, wir sollten doch mal Direwolf nehmen. Wir wechseln hier nicht nochmal den Server, die Welt. Dann. Du kannst ja das rüberziehen. Ja, die Welt kann ich rüberziehen, aber das kleine Problem, was wir dann da haben werden, wäre folgendes: Und zwar 50% der Mitspieler können nicht mal mitspielen, weil der PC das nicht hat. Ja. Nicht unbedingt. Weil ich erinnere mich an meinen alten Laptop. Ja, gut, das stimmt. Die andere Geschichte ist die, dann bräuchten wir wirklich Leistung auf dem Server, weil. Ja, 5 GB reichen nicht aus. Die müssen wir hochschrauben dann. Aber so richtig. Und ich bin froh, dass ich jetzt schon MC Host sozusagen als Partner in irgendeiner Art und Weise habe. Weil ich find's wirklich geil, dass die mir das, was man eigentlich für 90 Tage bezahlt, bezahle ich, also das, was man für einen Monat bezahlt, normalerweise, also andere Leute, bezahle ich für 90 Tage, ja. Ich habe jetzt, ich hab jetzt 10 Euro für 90 Tage bezahlt, wo man eigentlich, nee Quatsch, 20 Euro für 90 Tage. Was man eigentlich für 30 Tage bezahlt, so rum. Also wir bekommen dementsprechend, warum auch immer, 2 Monate geschenkt. Und das als Neukunde. So, Jacqueline schreibt, wann kommt eigentlich mal wieder Tipsy? Ich wollte gerade sagen, frag jetzt nicht nach SSO, das war gestern dran. Und Olli, hast du den Lolli schon? Das ist Tipsy. Tipsy, was meinst du mit Tipsy genau? Ach, Olli, hast du heute deinen Lolli bekommen? Ach, nicht schon wieder das. Ich antworte nicht drauf. Ich habe übrigens 2 Witches, Witcherine in meinem Haus. Also, wenn ich das Wort google, kommt nur, Olli und der Lolli. Tipsy. Darf ich eigentlich, doch ein bisschen sagen, was mir nicht gefällt an den Häusern? Die Villager scheinen sich Bei Kevin? Na, bei den ganzen Villager-Häusern hier. Da muss es Kevin, sondern ja, ja, aber du bist ja gerade die Quelle. Nee, eigentlich nur eine Kleinigkeit. Warte, stopp. Schatz, komm mal bitte in den Teamspeak, Olli will dir was sagen. Die ganzen Villager hier, ja. Es gibt eine Bibliothek, aber die ganzen anderen Gebäude... Warte, da ist kommt doch. Hallo. Hallo. Kevin? Ja? Wunderschön sind die Gebäude hier, von den Villagern und so weiter, ja? Pass auf, jetzt kommt das dicke aber. Das sind alles Hartz-IVer, oder? Ja. Weil die haben ja gar nichts drin. Die haben eine leere Wohnung, ohne Fernseher, ohne Möbel, ohne Tisch. Ich glaube, es ist an dich angelehnt. Ja, die Häuser hab... Was? Die Häuser habe ich ihnen halt bereitgestellt und guck dir mal deren Preis an, die versuchen mich abzuzocken, dann gebe ich dir doch keine Möbel. Ja, stimmt auch wieder. Was bezahlen die für solche 2 Quadratmeter Wohnung? Außerdem müssen die ja saniert werden, also da ist Schimmel drin, also du kannst da keinen wohnen lassen. Also Schimmel ist da keiner drin, das ist wirklich so. Aber, warte, kann man... Feuchtigkeit in der Wände, also... Gibt es Schimmel? Pilze? Minecraft? Nein. Sollten die mal einführen. So. Tipsy, die immer auf unseren Server... Was? Tipsy, die immer auf unseren Server war? Tipsy Score? Fragezeichen. Ich kenn kein Tipsy. Hatten wir einen Tipsy auf unserem Server? Kennen wir nicht. Ja. Ich weiß auch gerade nicht, wer Tipsy ist. Node3 TV Play. Hi, Tag schön, wie geht's dir? So, ich mach mal die Tür zu. Ich hau dir die Schaufel auf den Kopf jetzt halt. Mann! So, also die Villager-Dörfer sind schon mal recht schön. Node3 TV-Play sagt mir ja was, ne? Aber da fehlt ein Haken. So. Was war das? So, ich hab geschnauft. Ich muss jetzt mal was tun hier im Haus. Ich liebe es, Hebe zu bedienen. Aber sehr starkes Glas 20? Sein. 20? Oh, ja. Leck der Server. Ne, jetzt geht's. Jetzt beruhigt er sich gerade wieder.
Ja, aber ja, ich will, guckst, Olli. Bei den Glastüren, oh. Also nee, bei den Glas und dann die Holztüren. Das Glas muss ja ziemlich stark sein. Ja, natürlich. Aber trotz dessen ist, leckt der Server total. Ja. Ich kann dir sagen, warum, du hast so viele Viecher. Die haben alle geforzt und deswegen, weißt du? Kann natürlich auch sein. So, ich muss jetzt mal ganz kurz. Was testen. Ach du Scheiße, hier gibt's wirklich Lamas. Ich habe erst gedacht, du willst mich verarschen. Gemein, fass ihn nicht an. Wenn man Lama schlägt, dann spuckt man die an. Ja, zu Recht. Ja, die holen hier so langsam die Assi-Welt ins Leben, in Minecraft. Damit hat Olli Erfahrung. Was? Ah, okay. So, ich bin zu Hause, ich baue es bei mir zu Hause weiter, obwohl ich gar nicht weiß, was ich bauen will. Ach, siehst du, ich muss doch tatsächlich was tun. Erstmal brauche ich eine neue Truhe. Habe ich noch irgendwas, das mit einer neuen Truhe machen kann? Ja, habe ich. Möchtest so. Bestimmt eine U-Bahn bauen? Nee, damit fange ich jetzt gar nicht an. S-Bahn. Rasenbahn. Ein Zug. Rasen. Hey, oder ein Reisebus. User was moved to your channel. Hallo. Hallo, Spiel ist abgestürzt. Danke, deinetwegen Hallo. Ist mein Spiel abgestürzt. Hallo. Immer wieder gerne. Ich hasse es, wenn ich rauswitsche. Hi Nele, hey, kannst du bitte SSO auch noch machen, bitte? SSO hatten wir gestern, Nele. Und SSO kommt das nächste Mal wahrscheinlich am morgen. Montag. Montag. Donnerstag in drei Jahren. Morgen ist. Wow, ich kann kein Deutsch mehr. Also morgen kommt das auf jeden Fall. Vorm Frühstück. Morgen ist trotzdem nicht Montag. Weil stimmt, Montag kommt das, nicht morgen. Ach, ich bin durcheinander. Weil wir hatten ja SSO erst gestern, also einen Tag verspätet als sonst, also kommt SSO auch einen Tag verspätet. Das heißt, User dementsprechend am... Bye bye, am Montag. Leonie, war das. Was macht die da an meinen Hühnern? Ach, sie geht. Sie hat nur... Hallo, lass meinen Huhn in Ruhe. Das ist abgehauen. Wer hat Tag gemacht? Boah, was? Wer hat Tag gemacht? Wer meinen Huhn tötet. Haust ab, haust ab, haust ab. Okay. Warte, ich komme durch die Tür. Ich glaube, das ist genug Licht. Öffentlich. Ich habe ein Dorf gefunden. Ey! Wer hat jetzt Olli getötet? Ja, wer? Dakti. Netti. Warum wohl? Er hat mich zuerst getötet. So, so. Hallo? Ich würde sowas niemals machen, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Ja, nein, du hast mir gestern nicht gesagt, wie das geht. Olli. So, ja. Wenn du irgendwann einmal PvP machen darfst, mit irgendwem, da gibt es ja einen gewissen Parfait von Word Edit. Der ganz hilfreich ist. Ja, einfach. Oder beziehungsweise gar. Die Leute zubauen. Also würde ich. Na, da ich das Befehl ist einfach slash kill, ich habe gewonnen. Ich kann auch slash kill all machen, ich glaube, dann sterben alle auf dem Server gleichzeitig. Ja. Hey. Du kannst da slash kill at e machen, dann verschwinden. Verschwindet euch. Irgendwie. Also so. Monster. Tiere, würdest du ihn bitte nicht noch auf dumme Ideen kriegen? Slash kill all creeper. Das wird doch mal ein Befehl. Ich gehe ins Bett. So. Ich weiß schon, Olli, wenn du den falschen Befehl gibst, tötest du von jedem seine Haustiere. Es gibt ja auch einen richtig coolen Befehl, ja, den irgendwelche Leute nutzen, wie zum Beispiel slash restart. Nein, das war slash stop. Nee, slash restart sorgt dafür, dass der Server stoppt. Nein, stopp, du Idiot! Gut, Hunger, Franzi! Und das der Stopp, in Göttern stoppt uns, wenn du ja. Restart in Göttern restartet. Nein, aber er restartet nicht, wenn du Restart eingibst. Ups! Auch bei Restart stoppt er. Ja, und aber ist kein Restart. Hoch. Er hat aber Stopp eingegeben, soweit ich das verstanden ja, habe. Ja, Kevin hat vorhin Stopp eingegeben.
Ja gut, aber selbst bei Restart fährt er runter und fährt nicht mehr hoch. Was ich nicht verstehe, warum das der Fall ist. Doch, slash Restart und der Server... Ja. Das stimmt. Den Befehl können aber nur Admins nutzen. Gut zu wissen. Das wäre ich keiner. Nee, OPs können ihn nicht nutzen, das können nur Admins nutzen. Achso. Anna hat ihn drinne, Anna kann ihn nutzen, wenn sie es eingibt, dann stoppt der Server. Ich habe ausprobiert. Olli, wir müssen reden. Warte, na, wie gesagt, ich könnte ihn auch bei euch hinterlegen, aber das Problem ist, ihr bekommt ihn nicht mehr gestartet. Ihr könnt ihn nur stoppen. Ja, also wenn irgendwer mal die Welt zerquieft oder so. Aber dann könntest du auch slash stop rausnehmen. Ja, ich weiß gar nicht, warum slash stop überhaupt geht. Weil normalerweise, ich guck mal kurz nach, Spieler. Weil wenn slash stop bei dir geht, dann hängt es einfach nur mit den OP-Rechten zusammen. Aber Restart geht nur, wenn es in der Konsole aktiviert ist. So. Anna ist Administrator, deswegen geht es. Wir haben schon eine Creeper bei uns im Feld. Und wenn ich jetzt Kevin, wo ist er denn? Ich guck mal ganz kurz, wo er ist. Irgendwo haben wir doch. Oh ja, ich sehe ihn. So, ich. Genau, Kevin hat die Standardrolle. Wenn ich Kevin jetzt die Rolle gebe, Administrator. Wo ist die? Da ist die. Speichern. Kurz aufkill. So, jetzt ist Kevin Administrator und wenn er jetzt slash restart eingibt, ist der Server down. Toll. Kevin. Es ist verlockend. Ja, hab ich gerade gedacht, dass du es kommst. Aber theoretisch wäre es sogar sinnvoll, wenn gerade niemand was tut, wenn du es gerade tatsächlich ausführen würdest. Weil der Server gerade generell die ganze Zeit leckt. Ich bin gerade schon wieder zurück. Oh, ja, genau. Ich bin nicht schuld. Ja, ja, das sagen meistens die, die wirklich schuld sind. Ich slash restart, genau. Er startet zwar nicht neu, er fährt nur runter, aber... Also bei mir kam gerade nämlich wieder nur, dass er den Befehl nicht kennt. Ja, okay, dann kann es sein, dass wir einmal kurz Reload machen müssen. Soll ich? Und verstehe die. Ne, ich will mal gucken, ob das Kevin kann. Aber normalerweise müsste er es auch können. Moment, das leckt mal ganz kurz. So, versuch's mal jetzt. Ne. Oh. Da muss ich wahrscheinlich den Server neu starten, dass die Befehle rübergehen. Ne, bei Ihnen geht's generell nicht, aus dem Grund, weil der Server neu gestartet werden muss, dass es bei Ihnen auch geht wahrscheinlich. Okay. Aber ich kann nichts machen, es deckt. Was hat? Also ich kann gerade Blumen abbauen. Ich auch. Ich kann nicht essen oder so. Ja, ich kann auch Steine abbauen, das ohne weiteres. Also schon seit einer halben Stunde oder so rum. Jetzt geht's ja wieder. Nein, Creeper. So, Jacqueline schreibt, bei der neuen Version werden doch auch Animationen kommen. Schreibt sie gerade. In welcher Richtung Animation? Dann kann der Charakter dann tanzen. Ach, wirklich jetzt? Oh, toll. Das ist eine Frage. Weil das wäre ja wirklich was Lustiges, oder? Also, ob jetzt dann nur Dorf. Den können wir solch einen schönen Partyraum machen, wo man dann. Aber wie soll das aussehen, jetzt, wenn die tanzen? Schlimmer als bei Ion. Olli, es gibt ein Plugin, wenn du das installiert hast und du gibst einen Befehl ein, dann spawnen an dem Ort Schafe in allen Farben und die tanzen. Hilfe, ich komm nicht mehr raus. Ah, doch. Ah, ist mir zu dunkel, ey. Es ist zu dunkel, ja. Ach. So dunkel, die Nacht kotzt herein. Man kann auch einstellen, dass es durchgehend Tag bleibt, aber das wäre natürlich auch scheiße. Ja, sehr scheiße. Und es wäre langweilig, weil da könntest du auch einfach auf einfach stellen. Ja. Auf. Doch, es heißt ja einfach. Wollten wir nicht mal als Gag mal auf Hardcore umstellen? Bestimmt. Hardcore umstellen und einer stirbt, wird er gebannt vom Server. Ja, also man kann wieder freigeben. Na toll. Ja, nein, Quatsch. Ich bin da mal weg. Anna ist offline, Kevin ist offline, also müssen alle Admins direkt offline. Und NRG für den ganz normalen Spieler wird er gebannt direkt nachts. Na, ich meinte ja so über per Stream und so weiter, ne? Ah. Einfach mal so ein Event. So ein Event, weißt du, wer als letzter stirbt, hat gewonnen. Voll. Also eine Runde Hunger Games. Ja. Ja, oder so. Also ich bin da mal weg, DE. Warum? Ja, das könnt ihr unter euch ausmachen, ne? Was denn? Wir machen ja sowas nicht, ne? Also ich hätte eine recht gute Rüstung. Ich würde eine lange Zeit lang aushalten.
Ich auch im GM1. Sonst wäre ich wahrscheinlich gleich du. So, ich mache hier gerade schon wieder nichts. Ich muss mal wieder was tun hier. Ich guck mal, wer ist denn noch online? Ah. Sunny Jackie ist noch online. Nein. Ah, Kaktus. Brauchst du ja Kaktus? Nein, ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause, Olli. Nein, ich bin nicht zu Hause, wie du siehst. Nee, du bist am Feld. Du bist nicht zu Hause. Nee. Nein. Ja, das ist ein fremdes Feld. Ja, ich sehe das hier nicht gerade schon. Du bist bei uns zu Hause. Ja. Oh, wir sind alle bei euch. Ja. Wir sind natürlich das Dorf. Also muss ich jetzt mehr Betten verteilen? Ja. Ich glaube, wir müssen anfangen, so Gästehäuser oder so zu bauen. Da ist der Bogenschützenarmee. Wir können einfach bei den Dorfbewohnern mit schlafen. Ach, Scheiße. Das war die Maus. Wenn die Dorfbewohner Betten hätten. Ja, ich bin gerade dabei, Blumen zu sammeln. Lass mich. Wie viele Dörfer es gibt einfach? Ja, ungefähr alle 500 Meter ein Dorf, gefühlt. Ja, wirklich. Ich bin schon 50 Dörfern begegnet oder mehr. Cool. Dabei gibt's offiziell nur 12, ne, auf dem Server, standardgemäß. Ja, habe ich gesehen. Ja, also, ja, wie gesagt, normalerweise heißt es immer so, 12 Dörfer findet man. Es heißt genauso wie, glaube ich, 15 Wölfe oder so. Ja. Haben wir halt irgendwas gelesen, ob man die Zahl nicht merkt. Das gilt, glaube ich, nur für einen bestimmten Radius. Aber da frage ich mich dann auch wieder, ja, auf unserer alten Welt, da gab es eigentlich gar keine. Wer schießt auf mich? Ich war's. Ich auch. Ich kann vorbeikommen. Nein, bleib da, wo du bist. Enderman! Oh, Zombies. Zombie, ich bin dann mal weg. Also jeder, der sich gleich noch in meinem Vorgarten befindet, wird abgeschossen. Oh. Ich hoffe, das gilt nur für die Zombies. Also ich weiß ja nicht, was jeder in deiner Sprache bedeutet, aber bei mir bedeutet das jeder. Dreist. Ich bin unschuldig, ich habe nichts getan. Ja, eben drum. Da kneifen wir jetzt mal jeden Kommentar. Und machen die hier eine gewisse, weiß ich was für Party? Die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Villager in einem Haus. Die machen Babys. Ja, ich störe mal. Olli, du bist entspannt. Wer hat denn eigentlich den einen Villager hier eingesperrt? Es ist nichts Neues. Das war ich. Wieso? Weil ich mit ihm handeln wollte und möchte, dass er durch die Gegend rennt. Der möchte 16 Kohle haben und ich bekomme dafür einen Smaragd. Meine Kohle ist zu Hause. Ich muss mal kurz nach Hause. Er bietet auch ein nettes kleines Schwert an. So, ich habe Kohle. Da unten war Kohle. Ich habe sogar ganz viel Kohle. So. /back. Und wetten, der will jetzt keine Kohle mehr haben? Doch, das ändert der nicht. So, hier sind zwei Personen in meinem Vorgarten. Auf wen soll ich zuerst schießen? Der Befehl geht! Nice. Was für ein Geschäft, ja. Jetzt habe ich eine neue Erfahrung. Hast du mich gerade geschlagen? Nein! Du hast mein Geschäft mit ihm beendet. Hallo? Warst du das, Honey? Honey? Ich wollte den Rechtsklick machen und hab links gewischt. Ganz mal. Jetzt meine komplette Kohle und da ist es. Ja, ich hab's dir gerade zurückgegeben. Dankeschön, wie nett. Bitte. So, hallo, wir handeln jetzt nochmal. Jetzt ist es auch wieder lustig. Er will 16 Kohle. Ich habe 16 Kohle reingepackt, aber er gibt mir nichts dafür. Ist ein X durch? Bei dem Fallen. Oder dunkelgrau? Nee. Weil der handelt nur nicht weit mit dir, wenn er dieses spezielle Angebot halt soft gemacht hat. Okay, hat er ja. Gut. Dann weiß ich schon mal warum. Der Typ hat jetzt meine Kohle hinter sich. Ah, es hat es mir wieder gegeben. So.
Na gut, dann. Hallo. Was soll ich dazu jetzt sagen, ja? Überraschung! Wie viele Herzen hatte ich vorher gehabt? War ich nicht voll? Das ist ein starker Bogen. Ja, ich merk schon. Also der Bogen hat Stärke 5, Stark 2, Flamme, also du wärst auch verbrannt, Haltbarkeit 3 und unendlich. So, Fusion also YouTube, oder YT, ich vermute mal YouTube. Hi, Tag schön, wie geht's dir? So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, die mehr hätte man auf den Bogen auch nicht packen können. User was moved to your channel. So, für Leda bekomme ich... Die wollen mir alle nur Smaragd geben, ich will was anderes haben von den Dorfbewohnern. Das geht doch weiter. Ja, ich suche ja noch andere, aber die geben mir all das gleiche nur. Hallo, was ist das? Ja, deswegen töte ich die auch ständig. Dann werden die aber böse und machen höhere Preise. Nein, die machen keine höheren Preise deswegen. Ist eh alles Inzest hier. Nur weil wir irgendwann nur noch 3 Stück haben und jetzt das die 6. Generation ist. Gut, die wollen mir alle nur Smaragd geben. Okay, ich gehe wieder. Ich gehe zum nächsten Dorf. Tschüss. Ja, die wollen mich halt abziehen. Wenn ich wüsste, wie ich jetzt hier rauskomme, wahrscheinlich muss ich den anderen Ausgang nehmen. Wahrscheinlich musst du hier über einen der Blöcke hüpfen. Da ich die alle eingesperrt habe. So. Ist die Verzauberung Wasserläufer recht hilfreich oder? Kannst du schneller im Wasser fortbewegen? User in your channel timed out. Tschüss, User. Ja. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Verbergig. Bergig war da? Irgendwer Wasserläufer Verzauberung. User was moved to your channel. Da ist er wieder. Habe ich jetzt irgendeine Hacke bei? Ne, ich muss mein Inventar erstmal leer machen. Mein Inventar ist voll bis oben hin. So. Wo ist denn mein... Da. Da ist noch ein Dorf. Wieso habe ich eigentlich einen Keks im Inventar? Wahrscheinlich noch von Johannes? Nein. Diesen Keks habe ich aber erst seit kurzem. Hast du es vielleicht von Cookie? Das würde Sinn machen. Cookie, hast du mir einen Keks gegeben? Olli klaut Kekse. Echt mal, Olli. Sowas. Man merkt, dass der Server liegt. Sunny? Ja. Ja? Ich muss nur kurz gleich herkommen. Au. Tina, das ist schon meine Nase. Achso, ich wollte jetzt was Böses tun, fällt mir gerade auf. Klär doch erstmal die Frage, wo der Keks herkommt. Lauf, sorry, ich lauf. Der wird schon seine Gründe haben, vielleicht mag er mich. Ih, der pinkelt an die Wand. Was für ein Hallo. Kick mal. Du kannst Sunny. Ah. Warte. Au. Wie das Dorf einfach total verbuggt ist. Ja, irgendwie ist gerade alles verbuggt, wenn es danach geht. Wohin muss ich denn? Server neu starten. Nee, ich meine jetzt, wie es gespawnt ist. Ja, es ist Minecraft. Geben wir wirklich alle nur Smaragde her? Oh, ich habe ihn gefunden! Der gibt eine Eisenaxt her. Wie gesagt, einer von denen hat auch ein Dierschwert mit 3 Verzauberungen. Wo ist denn das?
Überlegung unten ist. Bin mal so frei, ne? Mein Kunde kommt mir das gerade. Ach, du hast das ausgekotzt, danke. Bitte. Ich hoffe, die Farbe gefällt dir. Ja, das ist gut. Danke. Bitte. Hallo Olli, wie war das nochmal mit dem Keks? Wo kommt der Keks her? Keine Ahnung, der war da. Ich weiß jetzt von wem. Ups. Du weißt von wem? Ja. Von wem denn? Sag ich dir nicht. Das finde ich gut. Obwohl, ich kann nicht nachgucken, von wem der Keks herkommt. Musst du ja. Aber nicht. Ist eigentlich logisch, von wem der Keks ist. Aber Olli und Logik, du weißt schon, oder? Ja, weißt du, ich habe immer noch die kleine Hoffnung, ne? Dann meinst du? Ja. Mach nur alles Erde zu Felder. Mit Reske. Warte, ich sammle die Rose auf. Da ist Eis ob. Also alles, Also, ja. Ja, ich muss aber noch schnell Wasser gleich holen. Warte kurz. 100 Blöcke neben den Andorf ist der Andorf. So, back. So. Und wem gehört der Keks? Ich weiß es. Ohne nachzuschauen, ey. Ohne zu schummeln, weiß ich's. Ich hab's schon herausgefunden. Und du sagst nicht? Geheimnis. Genau. Ach, du hast Geheimnisse? Auf jeden Fall ist er nicht von Cookie. Weiß. Das nächste Mal nennst du den Stream gleich das Geheimnis des Keks. Apropos genau. Keks, ich muss noch nachher zum Nether-Portal. Zu dem neuen. Weil wir haben ja keinen Namen für den Stream gefunden, deswegen heißt er ja Nether-Portal. So. Ich muss auch irgendwann mal lernen, hier ordnungsgemäß den Keks zu recherchieren. Nee, ordnungsgemäß Thron aufzubauen von dem Zeug, was man da so reinpackt. So, was liegt denn hier noch so rum? Olli, was machst du wieder? I'm very hard am arbeiten. Ich weiß nicht, ich hab nichts gemacht. User in your channel was kicked from the server. Bye bye. What? Okay. Hast du ihn gekickt? Nein, da war jemand wahrscheinlich zu lange AFK. Ja, stimmt. Ja. Wer war's? Das war Schuld, bestimmt, der ist doch vorhin AFK. Ja. Ja, das war der. Zum Einkaufen. Stimmt. Letztendlich wurde von Klarsichtfolie gekickt. Genau, also vom Server Klarsichtfolie. Nee, von Olli. Nein, vom Server Klarsichtfolie. Von Olli. Also von Olli. Also von Olli, genau. War nicht wahr. Doch wahr. Also hier wird man öfters mal von Olli gekickt. Also eigentlich alle 30 Minuten. Und gekillt. Oh, die Dorfbewohner. Der Olli mit den Lolli. Hier wird man sogar von Olli auf dem Server gekillt bei Minecraft. Dass man Olli, sofort lachen muss, wenn irgendwas von Lolli kommt, hallo? Olli, ich hab das Gedicht über Skype bekommen von ihr. Aha. Olli hört sich sehr froh drüber. Ja. Voll begeistert, ne? Also man muss ja schon sagen, sie ist sehr einfallsreich, ja? Ja. Wer ist sie überhaupt? Sie ist Leo. Nie. Leonie. Leonie. Und sie hat mir gestern das Gedicht vorgetragen. Das ist eigentlich wirklich. Oh, Cookie Heart springt vor mein Fenster. Vorlesen kann sie voll gut, das ist mir bei der Geschichte aufgefallen. Sie kann voll gut vorlesen. Ey, das war klar. Das Beste beim Vorlesen so. Das ist sowas von klar. Oh, jetzt habe ich ein Boot eingesammelt. Ey, das ist sowas von klar. Dann kommt Cookie Heart vorbei, ja? Und natürlich hat sie dann ihr Boot in der Hand. Wenn sie schon nicht mit dem Boot hergefahren ist, hat sie es zumindest in der Hand. Was ist so gucken? Guck mal.
mal, traurig. Oh, ich reite hinterher. Ich reite hinterher. Wir sind nicht mehr SSO. Mann, ich bin durcheinander. Also, wenn es gut läuft, kriegst du gleich Errungenschaft. Ich muss aber da Haltbarkeit noch eins. Huhu. Ja, mach, verbrauch die Axt. Echt? Mach sie kaputt, ja. Okay. Was, meine? Ah, so billig wie Eva. Natürlich deine, was dachtest du denn? Fetter, Fetter. Herzlichen Glückwunsch, Dani. Ich geh schnell eine Craft und neue. Ich kann das nicht platzieren. Sunny, du bist schon, dass du jetzt offline gehen musst. Was muss ich jetzt? Jetzt offline gehen. Wieso? Warum? Lies die Errungenschaft. Du kannst ruhig vorlesen, ich bin gerade nicht am PC. Wieso kann sie ihr Boot nicht platzieren? Was? Warte, soll ich vorlesen? Ja, bitte. So. Meine größte Leidenschaft. Verbrauche eine Diamanthacke und denke dann über dein Leben nach. Oh. Wieso kann sie ihr Boot nicht da platzieren? Wo platzieren? Da, wo ihr Boot immer ist, links neben ihrem Zaun. So, mein Finger. Auf dem Boden? Ja, das geht. Ja, sie paddelt hier eigentlich auch immer durch die Gegend mit ihr Boot. Sie hat sie als Auto. Mein Inventar ist voll. Oh. Seltsam. Warte, ich schau. Vielleicht leckt auf einfach nur der Server wieder mal. Obwohl. Ja. Aha, Olli, also. Server leckt. Hühnerköpfe neben deinen Hühnern. Schämst du dich nicht? Das war ich. Es geht. Aber sie kann das nicht. Trotzdem sein Grundstück. Ja, bekommst du von mir geschenkt. Okay, sie hat noch ein anderes Boot. Ich glaube, sie hat eine andere Art von Boot in der Hand. Das ist scheißegal, oder? Eigentlich ist es egal. Aber das Boot kann sie ja jetzt da unten in den Fluss reinsetzen. Ja, sie schreibt, warte. Ich will ja nichts sagen. Von vorne sieht es aus, als ob sie eine kurze Hose anhat, ne? Guck mal von hinten. Das geht auch. Scheiße, ich bin hier runtergefallen. Wenn man hier runterfällt, kommt man nicht mehr hoch. Ey. Jetzt. Nein, behalte es. Nein. Achso, stimmt, der kann sie. Behalte es. Was gibt's Nein. Jetzt? Was hat sie mir jetzt geschenkt? Ach, wie süß. Weh, ich hab gewusst, dass es passiert. Geh ich halt wieder. User was moved to your channel. Hallo. 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 Hallo, und die Stimme kenne ich irgendwo her. Das ist Joy. Das letzte Mal letzte Nacht gehört. Also Olli. Oh. Möchtest du mehr davon erzählen? Sie fährt alle ihre Seerosen kaputt. Was macht ihr Schönes? Wir streamen gerade. Ja, das ist gerade vernommen. Richtig. Minecraft und wir machen eigentlich gar nichts. Also ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend und gucke durch die Gegend rum. Also sehr einfach. Haust ab. Da sieht man mal kurz einen Kevin. So. Du warst nicht mein Ziel. Übrigens, hier vorne ist was. Wer ist... Oh, Kevin! Das Netherportal! Ist das nicht hübsch? Siehst du... Ey, du hast mit Bett auf... Achso, ich bin im Game... Warum bin ich noch im Game-Mode? Jedes Mal im Game-Mode. Ich bin nie im Game-Mode, ich bin nicht so. Nicht du! Mann. Ich bin nicht immer im Game-Mode. Doch, jedes Mal, wenn wir einen Stream haben, kommst du, ach, ich bin noch im Game-Mode. Jedes Mal! Warum baue ich jedes Mal den Block? Aber das stimmt, das muss ich jetzt auch sagen. Das stimmt, was? Ja. Hä, ich bin ja vorerst nie dabei. Beim letzten Mal warst du auch dabei. Nicht lange. Aber ja, aber es hat ausgereicht, um zu sagen, ich bin im Game-Mode.
Dafür hat's noch gereicht. Genau. Jetzt? Sunny. Ich hab noch deine Hose. Aber sehr oft ist das ja berechtigt, dass sie im Gamebot ist. Was ist mit meiner Hose, bitte? Keine Hose. Wollte ich auch gerade sagen. Heute hat sie Cookie Hearts geholfen. Also nicht Cookie Hearts wirklich geholfen. Aber sie hat das da alles ein bisschen ausgebessert, was ich kaputt gemacht habe. Dann habe ich eigentlich dir geholfen. Ja, stimmt. Und wie ist die Hose? Ich könnte ja sagen, der Creeper war es, aber das kauft mir kein Mensch ab. Braucht wer Schienen? Ja, für unser Bahnprojekt, was Lena demnächst anfängt. Oh, du hast klar. Ich hoffe, das hört sie jetzt gerade nicht. Träum weiter. Was denn? Und wovon träumst du nachts? Von Hosen. Ich glaube, das lacht jetzt von Hosen. Schön lieber sein. Das kann ich euch in 2,5 Stunden sagen. Nachts tapeziert er gerne, weißt du? Ah. Ja. Da war was, ne? Das besprechen genau. Wir nach 22 Uhr. Genau, da sind wir auch nicht mal live. Sicher? Ja. Weil das na, ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll. Das könnte in der Hose gehen. Ja, Onion, Masterbild ist das so. Das wollen wir den Olli ja nicht antun. Was ist das mit der Hose? Der Tierlieb, nein. Ihr könnt doch mal was komplett anderes spielen. Zum Beispiel Terra und so. Also mein nee, Freund das meine ich jetzt nicht. Meine Freundin hat eben Cards Against Humanity vorgeschlagen. Was für ein Ding? Cards Against Humanity. Sagt mir gar nichts. Müsstest du den Stream auf FSK 18 schalten. Achso, nee, dann spielen wir es nicht. Gesundheit. Was für ein Zufall, dass Lena Nein schreibt, oder? Okay. Da lauscht Lena einfach heimlich zu, ja? Ja. Der kann, ne? War bestimmt die Hose. Ich bringe. Oha, mein Beileid. Danke. Ja. Übrigens, ich soll euch noch grüßen von Andi. Oh nein. Der fehlt jetzt eigentlich gerade hier. Der wollte rein, aber ist nicht reingekommen. Warum? Weil er keine Rechte hat. Ach, ja, so muss er in den Warteraum gehen, dann wird er gesogen. Das weiß er doch nicht. Das wollen wir nicht live. Über dem Livestream Warteraum. Eigentlich logisch. Ja, aber du musst bedenken, Andi ist alt. Oh, sag ihm das mal. Hört das nicht gerne? Soll ich das gleich klären? Soll ich runtergehen und ihm Bescheid sagen? Ja, er wollte es gerne wissen. Ich soll ihm Bescheid sagen, wenn er da mal rauf darf. Er darf immer rauf. Ist auch lieb, hat er gesagt. Scheiße. Inwiefern lieb? Das wirst du dann schon merken. Also nicht unter der Gürtel. Definier mal lieb. Nicht unter der Gürtellinie. So. Aha. Sagen wir es mal so, er ist lieb im Sinne von, er tut so oder er gibt sich als seriös. Und er wird auch mehrmals sagen, dass er seriös ist. Ganz oft sagen wird er das. Ja, richtig. Also das Gegenteil von dem, was er ist. Mhm. Er kann es sein auf gewisse Dauer, aber irgendwann läuft er schon rot am Kopf, der Kopf wird dann irgendwann rot, ja, und er platzt fast. Und wenn dann irgendwann kommt, Olli, kannst du bei den Stream beenden? Und wenn ich den dann beendet habe, dann geht's los. Da kommt nämlich alles raus, was sich angesammelt hat. So, wir Livestream bis 8 gehen. Wird Livestream bis 8 gehen, kommt hier als Frage von Leonie. Also, es ist gerade 7 Uhr. Nein, es ist 19.45 Uhr. Ja. Kurz auf Kill. Also gleich 8. Und nein, Schatz, bitte nicht. Bleib da. Schatz, nein. Holt er jetzt an, den? Ja. Klar. Aber es haben sehr viele Leute gelacht, wo er das erste Mal da war. Ja, beim ersten Mal habe ich auch gelacht. ausgelacht, ne? Bei mir war es das erste Mal gestern. Gestern war er gar nicht da. Vorgestern. Olli. Ja. Komm mal her. Fertig. Ja, ich muss kurz meine Karte. Also wenn Andi gleich kommt, dann gehe ich eine Etage tiefer, weil ich ertrage das jeden Tag aufs Neue. Masterpiece, tut mir leid.
Ich hab ihn total lieb, aber irgendwann sagt man sich auch, ach, ist die Ruhe schön. Ist ein Was denn? Ja, wenn ich zu dir teleportiere und ich dann genau hinter dir bin und runterfalle, dann dafür kann ich nichts. Ey, ich hab still wirklich dann, du bist nach hinten gelaufen, da kann ich nichts dafür. Bist du. Na, ich will. Na! Das Spiel ist buggy, ich werde. Aua! Bei mir wird der Bergmann zweimal. Ich bin weich gefallen, haha. Haust ab! Haust ab! Ich hab nur eine Karotte! Du hast ein Schwert! Aua! Ey! Was passiert, kann aber auch gefährlich sein. Ja, wenn sie geladen wäre. Wenn du was eingibst? Wenn ich jetzt Kill Dudkiss eingebe, so als Rache, nein, würde ich nicht tun, aber was passiert dann? Dann ist sie bei dir? Ja. Soll ich? Nein. Er hat gespawnt. Kuckuck. Und? Ich habe ihr nur eine Karotte geschenkt, ja? Und dann dafür schlägt sie mich. Auf mein Weizenfeld Karotte angebaut, hallo? Es geht nicht. Ey! An. Ja und? Hast du was gegen Integration? Ja. Karotte. Weiß. Bloß, wenn man anders aussieht, ja, muss man die nicht sofort benachteiligen. Rassist. Okay, bloß, Olli. Bloß, weil er orange ist, was? Gefunden. Seit wann haben wir pinke und blaue Schafe? Ja, das wäre zum Thema. Nein, die müssen schwarz sein. Aber reicht das wirklich aus, solche kleinen Wasserflächen hier, solche kleinen Minilöcher? Ja, umfärben mit Färbemittel einfach. Das reicht. Ich alle dunkel. Ich habe leider keine Weizenkörner dabei, das heißt, ich kann dir leider jetzt nicht hier, ne, helfen. Du meinst einfach einen Farbeimer vom Kopf und dann. Hast du noch genug Weizen? Nein, nix. Okay, ich guck mal, ob ich zu Hause noch Weizen habe. Komm mal bitte zu mir. Ich hab gestern Weizen weggeschmissen, weil alle gesagt haben, die Weizen brauchen wir nicht, davon haben wir alles zu viel. Ja, genau, ich auch. Ja, ne? Und schwuppdiwupp ja, wird Weizen. Ja. Genau. Und schwuppdiwupp kam Franzi, habt ihr mal Weizenkörner? Wo jemand Weizenkörner? Ja. Drei oder vier Stacks am besten. Ja, ich hab, glaube ich, zwei rumliegen. Ja, ich hab gar keine mehr. Ich hab draußen zwar noch ein Weizenfeld, aber. Kannst du keine Weizenkörner haben? Ja, weil ich hab genug für mich. Weißt du, ich hab die schon weggeschmissen. Weil ich. Ja, ich auch. Wie bitte, Franzi? Tanja? Franzi, ob die mal gerade zu mir kommen kann. Daisy, hallo, Tag schön, wie geht's dir? Hallo. Guck mal, das Schaf hier. Nettie, die kennst du auch noch und Dennis? Ja. Kennt die uns noch? Natürlich. Nee, die kennt uns nicht. Wir sind Fleischfresser. Okay. Was sind denn normale Leute? Neu? Ja, wir sind normale Leute. Fleisch. Neu oder Joey? Joey ist auf Karl, das hört man doch. Ach so, das Ich mag lieber schwarze Schafe. Okay. Oder rot. Ich bin auch das schwarze Schaf in der Familie, aber ich hab die geilste Wolle, Mann. Ja, das muss man aber wirklich sagen. Schwarze Wolle ist wirklich sehr schön. Nur weil das Schaf schwarz ist. Ja. Apropos, Diskriminierung, oder? Franzi, bist du gerade im Stream, ja, ne? Ja. Siehst du gerade, guck mal, was ich jetzt gerade mache, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, was ich anhabe. Ich versuche das hier gerade, wo wir gerade bei Wolf waren, ja? So. Also ich bin bei da. So. Ich gehe auch mal mit meinem Wolf kuscheln nebenbei, höre ich zu. Wie jetzt? Was bist du? Was? Mit welchem Wolf? Du meinst deinen Hund? Doch, ein Wolf. Ist bestimmt ein Chihuahua. Das heißt, du gehst jetzt aus links raus oder was? Ich bin schon längst raus, aber ich bin schon noch im TS. Ach so. Und mein Hund ist definitiv kein Chihuahua. Chihuahua. Gut, also ist doch noch ein Hund. Ja. Hast du das? Ja, ich wollte mal. Steht mir ganz gut, ne? Hast du das? Was denn? Aber bald ist der Gamescom-Site, ne? Übrigens, unter dem Pullover habe ich übrigens mein Klarsichtfolie-T-Shirt an.
Aha. Ja. User was moved to your channel. Lizzy schreibt gerade, ich habe immer nach Netty gefragt. Was? Hat's Olli nicht gesagt, kommt hier? Nein, hat er nicht. Was? Olli? Ja? Du hast da zwar das Haus weggemacht, aber das Schaf im Boot ist immer noch da. Ja, das hat... Dafür kann ich nichts. Na, ich habe das Boot vom Schaf weggemacht. Nein. Doch, nee. Das Boot ist weg und deswegen ist dieses Schaf jetzt da im Wasser drin. Nee. Das Boot ich meine ist... beim alten Haus. Ja, meine ich ja auch. Ja, nee, das ist doch da. Warte, bist du gerade da? Nee, jetzt nicht. Ich flieg gerade weg. Ihr habt den Dschungel neben euch. Ja, jetzt bin ich im Dschungel. Hast du dich jetzt ernsthaft zu mir teleportiert? Ja. Oh. Du weißt doch eh, wo es gestanden ist. Apropos, ist gut, dass ich jetzt im Dschungel bin. Vielleicht finde ich hier einen Papagei. Was fressen die? Körner. Weizenkörner. Weizenkörner, ja. Ach du Scheiße. Die kann man zähmen? Nee, Weizenkörner. Natürlich kann man die zähmen. Deswegen haben das so viele Papageien bei sich. Aber anders, die sind nervig. Die machen die Töne von Mops nach. Ich hab sowieso die Töne. Das ist schon doof, wenn du dann Angst hast. Oh, scheiße, ein Creeper ist in der Nähe, weißt du, dabei ist es nur ein Papagei. Und dann denkst du, ach Papagei, sei doch mal still und dann machst du auf einmal Rums. Hat Olli Fahrstunde überlebt? Ja, die habe ich gestern überlebt, die war ja nicht gerade kurz. Und fehlerfrei gefahren. Ja, okay, ein, zwei Sachen hätte ich mir vielleicht sparen können. So, ein, zwei ja, Unfälle. Nein, nee, versehentlich falsch rum auf die Autobahn rauf. Aber der Polizeifunk hatte dafür gesorgt, dass wir wieder ordnungsgemäß runtergekommen sind. Nein, Quatsch. So, was wollte ich tun? Ich wollte Weizenkörner organisieren. Bist du noch hier eine Weile? Ja, ne? Obwohl, musst du gar nicht. Ich gehe kurz nach Hause, hol Weizenkörner und dann... Da ist eine. Ich denke, ihr habt so viel Weizenkörner. Ja, gestern. Ja, gestern waren es noch extrem viele. Warte mal, hab ich folgen nicht Weizenkörner? Die einem, oder... Wenn du die gesamt hast, dann ja. Dann... Hallo, Andi. Herzen, und wann ist die gezähmt? Wenn die Herzen kommen, so wie bei jedem anderen Tier. Oh, und dann kannst du die so sorgen, dass die auf deinen Dings kommen. Auf deine nimmst Schulter. Nimmst du mir Weizenkerne mit und ich warte dabei die Papagei. Du, ich hab ein anderes Problem. Hm. Ich hab keine eigentlich Weizenkörner mehr. Dann Weizenkörner zuerst zu mir, ne? Dann geh halt deinen Weizen ernten und dann hast du wieder Weizenkörner. Ja, das Problem ist, dass es dann nicht mal fertig ist. Genau. Ich da musst ja du schon Gras doch, jetzt hab ich. Drei Weizenkörner hab ich. Ja, das reicht nicht. Oh, ich hatte gestern noch drei Stacks, ja. Ja, ich hatte 10. Ich hab ein ganzes Stack verbraten. Geh einfach zu mir, ich hab grad. Du hast Weizenkörner. Nee, natürlich hab ich keine Weizenkörner, nein. Hallo, du hast Weizenkörner? Bitte gleich zwei Stacks, ein Stack für den Olli und ein Stack für die Anna. Jetzt habe ich zwei Weizenkörner bekommen, ist ja fast das. Au, oh, habe ich das gemacht? Olli. Ja, sorry, ich bin hier hingesprungen, weil du hättest vom Feld runtergehen müssen. Ich hätte auch noch welche, wenn ihr noch... Aber 14 reichen nicht? Ja, habe ich gerade im Inventar, vielleicht hat... Ich hab auch noch. Wie viel hast du? 2, 4, 6, 8 Sticks. Sticks? Gut, ich nehm 6. Ich komm zu dir. Danke übrigens, kann ich das... Olli, du brauchst nur 2 Stacks, ich nehme die anderen 6. Ja, nee, Dings brauch ich auch noch, Anna. Ich wollte dir für Anna auch was mitbringen. Ein Stack für jeden. Ach ja, stimmt, genau. Danke. Dann platziere ich hier deine Weizendinger wieder hin, ja? So, dann komme ich zu Tanja, aber Tanja hatte genug. Hallo! Servus! Tag schön. Ja. Danke übrigens, Franzi, dafür für dein Angebot. Dankeschön, Franzi. Dankeschön. Mhm. Na, so viel brauche ich gar nicht, Dankeschön. Aber drei Stacks sind besser als... Weil ich töte gerne Papageien, wenn irgendwas ist. Okay, da liegt noch einer. Ja, genau, für jeden 2. Dankeschön. Dankeschön. Die wir nicht brauchen, bringen wir. Mein Inventar ist voll. Ich gebe dir als Ausgleich dafür, dass du so spendabel warst, gebe ich dir. Blumen. Komm. Bitteschön. Oh, eine Karotte. Ach, wie nicht. Nee, nicht eine, 64. Ach, du Scheiße, einen ganzen Stick gleich. Okay. Brauchst du Karotten überhaupt? Nicht wirklich, aber ich finde gut, es nett. Gut, dann bekommst du was anderes. Guck mal. Eine Geste. Vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Weil ich weiß eh nicht, für was das gut ist. So.
Solange er dir keine Gurke geschenkt hat, ist alles in Ordnung. Hallo. Hallo, die jetzt hey. Aber nicht aber den Keks. Oh, da ist ein blauer Papagei. Der gehört mir. Was? Der ist der Gelbe. Ich bin der mit den Weizenkörnern. Hier. Tanja, du hast jetzt aber nicht den Keks gekriegt, oder? Die werfen alles raus. Ich finde das lustig, ich finde die Geräusche geil. Nein, Olli hat Villager gespielt, der hat mir Smaragd gekriegt. So. Ja, stimmt, das habe ich vorhin von ihnen abgekauft. Einer fehlt. Einer fehlt? Ja, sorry. So, den blauen willst du, ja? Ja, Dani, kommst du mir? Und wo oder? Ist hier ein gelber? Ja, klar, oh, Leute, kannst du sogar da oben am Platz. Hier ist ein grüner. Welchen soll ich jetzt nehmen? Wo bist du? Alter, ja, der da. Der gelbe, der da fliegt. Grün-gelb. Ach, den grünen meinst du? Ab. Der ist gelb. Das ist nicht mehr annähernd gelb. Bei mir wahrscheinlich. Anderes Texture Pack. Wie kann man das auf. Ach ja, das kann sein. Wie kann man den auf die Schulter setzen? Einfach reinlaufen. Ah, gut. Ich hab sogar auch was mitgebracht. Hä? Wo ist meiner jetzt? Hab ich ihn auf der Schulter? Ja, hast du. Hab ich meinen auf der Schulter? Vier da, ne? Nein. Mach nichts, ich nehm alles, was du hast. Perfekt. Oh, nein. Deiner ist weggeflogen. Was? Deiner ist gerade weggeflogen. Deine auch. Hast du vier? Ja. Mehr. Hobby. Und jetzt können wir nach Hause tippen und er kommt mit, ne? War das so? Bitteschön? Glaube nicht. Noch ein Slash Home Home. Ja! Mein Papagei ist verbuggt. Wieso? Der macht hier gerade Breakdance. Nee, umfährt mein Papa. Mein Papagei hat irgendwie eine kleine Macke gerade. Der will dir Tanzen beibringen. Ja, aber nicht so. Nee, wirklich jetzt, der hat ein bisschen Probleme hier. Was mache ich mit denen? Backt er vielleicht in der Wand oder so? Nee, wenn auf dem Holz. Nee, der tanzt. Hast du dich teleportiert? Ja. Ja, das war klar. Teleportier dich weg. Der ist bestimmt krank. Der hat die Masern. Nein, lock dich aus, lock dich neu ein. Dann ist er wieder normal, ja? Ja. Hallo? Ich teste das mal. Hallo, Andi. Olli. Hallo? Was ist? Außer du hast einen Vogel mit Vogel. Na, ich hab einen Vogel, ja, das ist ja sowieso. Ja, ich muss doch kurz im Chat Vogel nachgucken. Lena, und ja, wir hatten mal eine Tipsy auf den alten Server. Sie kam mit Cookie. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran, ne? Diese schreibt, als ob. Ja, die meine ich. Also, sie ist Tipsy und ich bin Cookie. Stimmt! Ich weiß gar nicht, ob sie noch in der Whitelist ist, da gucke ich gleich mal nach. Aber ich wundere mich, warum sie nicht mehr kommt. Ja, vielleicht kommt sie ja irgendwann mal wieder. Leonie, Anna, wir können morgen in der Früh vielleicht singen. Hast Lust? Ich stehe nicht auf in der Früh. Olli hat nur Cookie auf die Welt mit aufgelistet. Wie jetzt? Fertig. Ich glaube, ich muss unten noch nachgucken. So, ich muss jetzt mal joinen. So, jetzt bin ich wieder da und mein Vogel ist jetzt komplett weg. Ist das gut oder ist das schlecht? Hast du ihn auf der Schulter? Soweit habe ich noch nicht geguckt, Moment. Nee? Dann hat er einen Vogel, siehst du? Ich schau, irgendwie sind die voll selten. Ja. Ja, mittlerweile ja, das stimmt. Aber ich höre den Vogel. Ja, dann hast du den Vogel. Aber wo? Keine Information, bitte. Im Kopf. Nicht so viel Input. Ich hör's pfeifen. Oh. Alle Fenster zu? Ja, Gott sei Dank. Ich guck mal, ob er hier oben ist. Vögelchen. Du hast Hunger, du Chips, weißt du? Du hast immer Hunger, du hast ja erst genommen. Bitte noch lieber warte. So, ich finde das Vieh schon. Ja, der kommt sicher nicht, wenn du Vieh sagst. Er kommt nicht mal, wenn ich Steak sage. Und das sage ich auch gleich, wenn er sich nicht so langsam. Daisy, ich meinte natürlich nur Tofu-Steak. Ihr habt ja vorhin gesagt. Da ist er! Da bist du ja! Dass es nervig ist, wenn der Vogel Creeper-Geräusche nachmacht. Ja. Ja, allgemein. Hattet mal, Zombies. Was meiner macht. Creeper-Geräusche, ne? Zombies. Ja, natürlich. Ah, lande. Ja, braver Vogel, ne? Oh Gott. Ich mag die Papageichen. Olli hat einen Vogel. Ich hab einen Vogel. Wortwörtlich. Ja. Das weiß eh schon jeder. Oh mein Gott. Und wir hatten früher einen Wellensittich, der sah genauso aus. Also auch so grünlich.
Was für ein Vogel hast du? Nee, warte mal, der war grün-bläulich. Anna, kommst du mal mit deinem Vogel vorbei? Die müssen Liebe machen. Ich will einen grün-bläulichen Vogel haben. Machen keine. Nee, ich suche gerade noch einen anderen Vogel. Wieso machen die keine? Die machen keine, Junge. Man kann natürlich auch Papageien. Was war das? Heuballen brauchen die, glaube ich, ne? Das war wie eine andere Tiere. Oh, ich habe eine Melone gefunden. Wenn überhaupt, bräuchten sie auch Weizenkörner, aber wie gesagt, das funktioniert. Lassen sich nicht planen. Ihr habt das sicherlich noch nicht rausgefunden, wie das geht. Los, mach's vor. Ja, Moment, ich google mal. Google mal. Papageien. Paaren. Papageien-Muffins habe ich jetzt gefunden. Papageien Neuseelands. Tschüss, User. Oh. Hier, Papageien-Paaren in Minecraft. So geht's. Hier gibt's noch eine Anleitung. So, er hat sich gerade angehört, als würde er kotzen. So, es gibt insgesamt 5 verschiedene Farben. Und es gibt auch einen, den ich haben möchte. Okay. So sehnt man die. Vorkommen, Fortschritte. Pan, hier haben wir es doch schon. So. Still? Ich werde gleich, ja, ich muss mir das mal kurz durchlesen. Ah, oh, hey, wake up. Pass auf, gleich musst du die Weizenkörner vergolden. So, ich muss mal ganz kurz nochmal in den Chat lesen. Und Olli, wenn du uns singen hören willst, musst du auch mitsingen. Nee. Ja. Tipsy und Cookie kam auf der Welt, wo wir damals die Bahn getestet haben. Hatten. Du hast die bei Franzi auf die Welt gebracht. Es stimmt. Was? Ich hab Tipsy auf die Welt gebracht? Okay. Wir sind Eltern? Was? Ja, das kommt mir auch gerade ein bisschen komisch vor. Vorkommen. Papageien sind in der Dschungel natürlich auch so. Da war meine Tipps. Ja. Fällt mir das auch wieder ein, ja? Als ob ich jetzt keine anderen Papageien noch finde. Olli? Ja. Kannst du auf dein Handy gucken? Auf mein Handy gucken? Ja. Auf 1 oder 2? Eins oder zwei? Ich weiß jetzt nicht, was du mit 1 oder 2 meinst. Ich hab's auf die 1er geschickt. Welche ist die 1er? Ach, diese. So. Aha. Interessant. So. Ja. Papageien mit Keksen füttern. Kannst du vergiften. Kann ich sie vergiften und sie sterben sofort. Okay. Ja. Falscher Input. Das war die falsche Information. Ja, entschuldige. Ja, nee, das ist ja das, was ich auch gerade gelesen habe. Was ich nicht wissen wollte. Auch sagen können. Ich finde das noch raus. Also es geht gleich weiter, ja, also nicht wundern. Und Montag bin ich wieder in SSO dabei. Ja, genau, Montag kommt SSO. Montag irgendwann, schätze ich mal, 19 Uhr oder so. Franzi? Ja? Die Decke tropft. Ich weiß. Gut. Wo tropft die? Kann man da... Darf ich? So. Achso, ich wollte jetzt was sagen, aber nein. Wenn du jetzt aufschraubst, dann geht das ganze Feld, was unter drunter hat, kaputt. Wir haben noch keine 22 Uhr und wir sind live. Okay. Weil es für mich und sag es nachher lieber. Ah, man kann sie tatsächlich paaren. Um in Minecraft Papageien zu paaren, müssen Spieler eben diesen, was eben diesen, was ist das für ein Wort? Schokoladenkekse füttern, um noch sie brüten Kekse zu lassen. Aber Schokoladenkekse. Ich hab noch Anna, du musst mir Schokoladenkekse machen. Tanja hat.
Tanja, ich komm mal vorbei. Ich hab nur einen Papagei. Bringt nichts. Ja, das ist nett gemeint, aber ich sitz grad im Boot. Hast du ein Boot? Ich hätte nichts gesagt, ja. Tanja. Hat mehr weitergerudelt, dann wäre genau ins Wasser gefallen. So, ich brauch Schokoladenkekse. Ich hab Kakaobohnen. Oh, landest du? Ja, so. Wir mal gleich. Ja, also so steht das da zumindest. Ich weiß nicht, ob es auch wirklich funktioniert, so wie es da steht. Aber muss man halt testen, ne? Ich hoffe, wir müssen das bei der Person testen, die genug Papageien hat. Ja, ich habe Papageien. Lena hat voll viel. Ich bin mal zu Hause. Aber ich kann dir auch Platz machen lassen, wa? Ja, ist jetzt so. Ich bin mal weg, ich komm gleich wieder, Papagei. Am besten ich setz ringsrum von dir noch 5 Fackeln oder so. Dass auch kein Vieh an dich rankommt. So. Okay, ich versuch's jetzt mal. Papageien füttert man mit Seeds, soweit ich weiß. Ja, füttern, aber es geht ja ums Paaren. Und hi erstmal Vater. Tanja hat ja wirklich alle Lolli-Schokoladen. Hab ich? Lolli-Schokoladenkekse? Apropos, ich habe da gestern so ein Gedicht zum Thema Lolli gehört. Ich weiß, ich habe schon vor dir gehört. Ja, ich weiß nicht, warum sie dich damit eingebunden hat, ja. Aber wahrscheinlich brauchte sie einen Namen und sie wusste nicht, welchen Namen sie nehmen soll. Richtig. Meinte irgendwie sowas, hast du irgendwie Farb. Jetzt habe ich einen umgebracht. Ich habe jetzt 2 blaue Papageien. Versuch's nochmal Schokoladenkekse zu füttern. Ja, mit Rechtsklick oder mit Linksklick? Mit Rechts wahrscheinlich, mit Links klickst du wahrscheinlich mit. Ich habe schon 2 getötet jetzt, egal. Hast du es mit Linksklick gemacht oder was? Ich weiß es nicht. Tatsache, was geht? Hast du gepaart? Ich habe gerade 2 gefüttert, den grauen und den grünen. Und? Die haben jetzt solche komischen Wölkchen. Ah, die sind wahrscheinlich noch im Sitt, ne? Ja. Die haben noch nicht gevogelt. Gepiept, Mats. Na, mal gucken, wo ist der Grüne jetzt hin? Der hat sich aufgelöst, oder? Der ist auf seiner Schulter. Ah, du Nuss. Willkommen Besuch von einer Katze. Aber die sterben schon mal nicht, das ist schon mal sehr gut. Nee. Aber Ocelot sieht man auch nicht. Aber die haben irgendwas jetzt, ne? Ja, irgendwas ist mit denen, aber wahrscheinlich sind die jetzt eher vergiftet. Das ist so grünlich, ne? Ja. Aber es hieß Schokoladenkekse. Aber gibt dir bloß nicht mehr. Und man muss den. Nee, nicht Kekse. Streichen. Das war nicht Kekse, das war Kuchen, ne? Du hast Kekse gesagt. Du hast Kekse gesagt. Moment, ich guck nochmal nach. Ach. Nee, Schokoladenkekse. Genau, Schokoladenkekse ja. Steht hier. Runter von mir. Braucht wer mal Wassermelonen? Was, auf Reddit hat es deswegen mehrere Tweets gegeben, die die Gefahr dieses Systems aufzeigen. Denn in der Realität ist Schokolade für Papageien alles andere als förderlich für die Gesundheit der Vögel. Damit die jüngeren Spieler dieser Praxis aus Minecraft nicht mehr in der realen Welt umsetzen, wird das System nun geändert. Lass es sein! Ich habe den Text nicht weitergelesen! Scheiße! Die hatten es zuerst so eingebaut mit den Keksen und haben es dann rausgenommen und haben es umgesetzt, weil im realen Leben Papageien davon sterben. Jetzt versuche ich noch was anderes. Warte. Also keine Kekse geben! Oha, ich hab voll das gut verzauberte Buch gefunden. Mit Schleichen kann man denen überhaupt was geben, glaube ich. Aber Weizenkörner funktioniert auch nicht mit Schleichen. Aber schön, dass sie reinschreiben, dass sie es damit geändert haben, ja, aber nicht inwieweit sie das geändert haben. Oh. Ja, richtig. Aber das finde ich noch raus, ob das geht. Irgendwann. Auf jeden Fall haben wir wieder was Neues dazu gelernt. Schokoladenkekse sind auch nicht gut für Vögelchen. Schokoladenkekse sind nicht für Vögel. Na okay, die sollte man auch nicht, weil das geht das überhaupt? Hat es schon mal jemand probiert, so einen Schokoladenkeks noch rein? Egal, anderes Thema. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ich hab noch ein Papa. Oh mein Gott. Vorsicht, gib ihm keine Schokoladenkekse. Das ist nicht gut für die Verdauung.
So, ich kann dir nicht sagen, ob ich schon mal habe, bevor ich die Vögel angeguckt habe. Dennis hat mir gerade ein Wort Terra geschrieben, also angestupst bei Twitch, YouTube, Teamspeak. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Ja, sorry, dann war die Nachricht nicht an dich, sondern ich weiß nicht, was Terra ist. Kann man das essen? Ja. Könnt ihr schlafen gehen? Ist noch nicht mal dunkel. Aber gleich, und ich finde den Dschungel. Slash Home Bed. Schlafe. Ja, im Papageienkäfig. Du schläfst im Papageienkäfig? Wo du überall ein Bett hast. So, es ist wieder hell. Dankeschön. Aber sag mal, wie findest du das Gedicht? Das Gedicht an sich? Ist nicht schlicht, schlecht. Aber vielleicht solltest du gewisse Namen austauschen. So, ich esse das letzte Stück vom Kuchen. Ich habe den Kuchen aufgegessen, Anna. Ich habe jetzt 4 Papageien, die alle Zombie-Geräusche machen. Will wir den Papagei haben? Nein, danke, ich habe ihn. Apropos, gefahren. Mir fällt gerade was auf hier. Wo ist denn mein Wolf? Ne, Hund. Nicht Wolf. Hund. Achso, du hast ihn nicht gezähmt, dann ist es ein Wolf. Ne, ich hab ihn gezähmt. Also, wo ist mein Hund? Ich hatte doch einen Hund hier in der obersten Etage. Hat der Sitz gemacht? Ne, ich weiß jetzt, wo er ist. Der ist in der obersten Etage wahrscheinlich immer noch eingesperrt auf der alten Welt. Das war noch gar nicht auf dieser Welt hier. So, ich suche jetzt einen Wolf. Und ich brauche dafür Knochen oder Steak. Ne, was essen die Knochen. Lieber? Knochen. Knochen. Mit Knochen kannst du Zähme und mit Steak heilst du ihn. Gut, ich habe 7 Knochen. Reichen 7 Knochen für einen Steak? Für einen Hund? Vielleicht. Nee, vielleicht. Also es ist. Wenn du Glück hast, 1:3 ja. Schuss. Ich versuche es einfach mal. Mit einem Knochen gemacht. Aber das hört sich voll süß an, wenn die Papageien Zombies nachmachen. Ich hatte meine erste in der Wohnung und hinterher haben sie das Bellen angefangen. Ja, genau. Okay, jetzt macht das Skelett noch. Ja, das Problem ist, ich müsste ja einen Wolf in meiner Nähe finden. Oder teleportieren sich auch mit. Ja, teleportieren sich mit. Genau wie Papageien. Da merkt ihr mal, wie selten ich Tiere suche, ne? Bei mir in der Nähe waren, also, nee, halt irgendwo im Festland sind viele Wölfe gewesen. Ja, ich suche jetzt einfach mal. Ich habe jetzt halt, es bleibt dir jetzt erstmal hell. Ich habe 64 Karotten bei. Weil ich esse ja bloß noch vegetarisch auf dem Server. Daisy, hast du gehört? Ich esse bloß noch vegetarisch. Nur Brot und Karotten. Ich weiß, es ist sehr eintönig, aber... Ich glaube, ich ziehe in den Dschungel. Ich würde es cool finden, wenn die auch noch sowas wie Affen einbauen, die dann auch hochklettern und auf der Schulter sitzen. Das wäre auch so. Ich glaube eher, dass sie dich dann in den Finger beißen würden. Könnte passieren. Aber dann müssten die auch noch Bananen einpflegen als Essen. Obwohl Affen essen auch was anderes außer Bananen. Andere Affen. Läuse? Stimmt. Läuse, aber meistens vom anderen Affen. Ja. Warum ist denn eigentlich der Andi heute so ruhig? Ich hab heute den Tag der Seriosität. Ach so. Was? Der Seriosität. Was? Seriosität. Seriosität. Okay. Diese Personen behaupten von mir, ich könnte nicht seriös sein. Den muss ich dagegen steuern. Du bist doch immer seriös, oder? Immer, ja, immer öfters. Richtig. Immer wenn du kein Bier trinkst. Also eigentlich nie. Nach dem 16. Bier werde ich aber immer ordinär. Sei vorsichtig, ja?
Also haben wir bis 22 Uhr noch Zeit, wa? Wie kann man Bier trinken? Was für eklig. Nee, ist gesund, sehr gesund. Also hat sehr viele Fektamine. Was für eine Dinger? Fektamine. Hefe zum Beispiel. Ach so. Ätherische Inhaltsstoffe. Die Gehirnzellen werden weniger. Das wird bei anderen aber auch aus anderen Gründen weniger. Es gibt Leute, die merken das gar nicht, wie ihr Hirn abstirbt, und die trinken nicht eine Flasche Bier. Genau, wenn du zum Beispiel 10 Karotten am Tag trinkst, dann isst, dann hast du auch keine Gehirnzellen mehr. Ja, aber du kannst besser sehen, weil mehr Platz ist für die Augen. Ja, man sagt immer, man kann besser sehen, wenn man Karotten isst. Ja, aus dem Grund, weil das Gehirn schrumpft und deswegen... Genau, da sterben auch die Gehirnzellen. Kann ich einen Eisbär mit Knochen füttern? Ein Eisbär? Mit Knochen füttern? Ja. Ein Eisbär? Gib mir mal eine Cola. Dann nimmt ihr bestimmt, dass ich das Feld eigentlich abreiße. Nee, und ich schreibe. Wie wäre es denn, wenn aus Tanja Anja mache? Ich hab das. Anna? Danke. Leonie fragt, was wäre, wenn ich aus Tanja Anja aus Tanja Anna mache? Sätze. Nee, ich bin für Anja, wie Olle schon gesagt hat, ständig. Aus dem Anna passt ja gar nicht rein. Na doch, Anja, Tanja, reimt's doch genauso. Ja, aber nicht Anna, warte ich. So, da hinten ist wieder. Oh nein, das passt wirklich rein. Nimm Anja. Und welche Anja soll das sein? Ich kenne eine, aber ich mag sie nicht, also passt. Achso, das heißt, ich bekomme nur Personen im Gedicht mit rein, ja, die ich nicht mag. Naja, die du nicht magst. Achso, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich hab's vergessen. übrigens, ich habe nur 10 Weizenkörner gebraucht für den Papagei. Ich habe jetzt noch 3 Stacks. Tanja, ich bringe sie dir später wieder, ne? Kein Problem, behalte sie ruhig. Ja, das Problem ist, wenn ich sie behalte, schmeiße ich sie irgendwann wieder weg, weil ich denke, ich brauche sie nicht. Und dann brauche ich irgendwann wieder welche und dann habe ich keine. Und so weiß ich, du hast noch welche. Doch, aber die nutze ich ja für Sinnvolles, für Eier. Ach so, nee, Quatsch. Karotten. So. Ja, genau. Oh, Sunny. So, und für alle Leute, die jetzt gerade frisch reinschauen, wenn ihr euch wundert, wie doof ist er, was macht er da eigentlich für einen Scheiß? Ich suche Eier. Quatsch. ich suche Pferde. Solange es nicht die eigenen sind. Olli, du wolltest doch Papageien haben. Ja, jetzt nicht. Jetzt will ich gerade einen Wolf haben. Ja, aber... Wer hat Wolf, Papagei? Warte nur. Ich finde, mein Grüner ist cool. Ich habe ihn auch schon getauft. Er heißt Greenie. Was? Bunter. Ach so. Ja, viel Spaß. Ich habe ein Schwein gefunden. Oh, der steht auch auf meiner Karotte. Ja. Nein. Das Schweinchen will meine Karotte haben. Kann mir irgendwas Samen vorbeibringen? Hat jemand einen Sattel für das Schwein? Kann ich nicht mitnehmen. Sattel für ein Schwein? Ja, du kannst auf Schweine reiten. Oder geht das auch ohne Sattel? Danke. Weißt du nicht, was... Olli, ich will ja nichts gegen deine Freizeitbeschäftigung sagen, aber... Dann sag nix. Warum? Du reitest doch sonst auch immer auf Schweine, habe ich gehört. Ja, auf Eisenschweine. Ja, stimmt. Olli, ich habe ganz viele Sättel. Ja, ne, ich laufe mit meinem Schwein schon nach Hause. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich richtig laufe. Pferd oder Schwein? Und außerdem sage ich dazu nichts, weil ich heute seriös bin. Okay. Ich habe schon längst was gesagt. Ich hätte mich schon längst wieder ausgelassen. Grundsatzreferat nicht unter 2,5 Stunden. Aber heute nicht. Na komm, Schweinchen, na komm. Wir haben bis noch 2 Blöcke, 200 Blöcke. Ich suche mal so schon seit 20 Minuten haben. Papageien. Ja, Papageien. Los, Schweinchen, komm. Komm. Wolltest du nicht einen Wolf? Ja, jetzt habe ich ein Schwein gefunden. Ich habe auch noch kein Schwein. Los, Schweinchen, komm. Oh, da ist noch ein blauer. Na komm, das Schweinchen. Olli, wie lange musst du nach Hause gehen? Weiß ich noch nicht mal aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo man zu Hause steht. Ich muss mal kurz fliegen. Baum. Weil du könntest dir dann einen blauen Papagei holen. Und einen Robben!
Scheiße, ich finde mein Zuhause nicht mehr. Das ist zu weit weg, glaube ich. Er hat das S-Wort gesagt. Habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, Scheiße, mir fällt gerade nichts ein. Ach, Mann. Hast du wieder das S-Wort gesagt. Verkackt. Er hat Schokolade gesagt. Genau. Ich hab's genau gesagt. Es war Schokolade. Was gibt es denn alles für Farben? Also es gibt 5 Varianten, glaube ich. Komplett blau, komplett grün. Dann gemischt gelb und blau, glaube ich. Dann komplett grau mit ganz wenig gelb, glaube ich, oben dran. Ne? Das müsste okay, ich schon fast. Ich habe 3 Farben. Genau, 5 gibt es insgesamt. 5 Varianten. Ein böser kleiner Junge. Von den Farben von Papageien gibt es rot, blau, hellblau, grün und grau. Okay. Hier sind ganz viele Rosen. Wohnt hier jemand? Nee, ich baue die ab. Was meinst du? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mein Inventarplatz ist voll. Hä, was? Wir schiffen Feld rum bei mir. Macht's Spaß? Ich bin nicht alleine. Weiß ich, siehst du, dass Kevin mitmacht. Ja, er hat angefangen damit. Ich habe erst nur mitgemacht. Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Ah, ja, kommst ja. du mal? Kevin ist so. Schuld. Kevin hat angefangen damit. Dazu bist schuld. Was denn? Schwein kann pfeifen? Ja, meinst du, wo ist, kommst du mal hier hoch? Mein Schwein ist verbuggt. Der steckt mit dem Kopf in der Erde fest. Der bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Jetzt, dann los, komm. Komm hoch. Ja, komm hoch. Guck mal, Karotte. Ey, der hat sich. Okay. Komm. Komm. Ja, braves Schweinchen. Nein. Es wird dunkel. Wieso klappt das bei Kevin und nicht bei mir? Direkt aufs Feld springe. Bin ich doch! Nein, du springst zwisch vor. So, wieder da. Bibi. So, ich muss doch kurz auf die Koordinaten gucken. 2156. Ich habe jetzt. 2156. Ich habe jetzt. Ah, 12 da müssen wir lang. Die bellen. Hier müssen wir lang, Schwein. Ich weiß jetzt, in welche Richtung wir müssen. Hier bin ich. Schweinchen. Guck mal hier. Komm. Wir müssen mich hier lang. Ich habe Stallanrufe. Laufe ich jetzt richtig? Was? Hier, Schweinchen. Hier. Nein. Ich muss den Stream noch umbenennen. Schweinchen, komm. Put. Ja, oder, such das Schwein. Ich muss mal das Bild hier größer machen. So. Kommst du, Schweinchen? Setz dich hin! Schweinchen, noch 100 Blöcke, noch 100 Blöcke, dann haben wir es geschafft. Beobachte uns. Da vorne ist schon Cookies Haus. Komm weiter. Nein! Komm weiter, Schweinchen. Da vorne ist Cookies Haus, ne? Na komm. Brave Schweinchen. Schweinchen, na komm. Na komm. 3 Herzen. Wer nicht wüsste, dass du dieses Spiel spielst, der würde dich einweisen. Na komm, Schweinchen. Was? Ich sage, wenn einer nicht weiß, dass du dieses Spiel spielst. Ach, da bist du ja. Na komm. Ich weiß nicht, was du meinst. Können Schweine schwimmen? Wir haben jetzt eine kleine Herausforderung, dass ich so leicht auf einer Insel wohne. Na komm, Schweinchen. Wann wohnst du auf einer Insel? Naja, ich muss jetzt zumindest über... Kannst du schwimmen? Ah, oh, natürlich. Ja, er kann schwimmen. Jetzt komm rüber. Na komm. Ist aber ein Wasserschwein dann. Ja, es kann noch tatsächlich... Einer schlafen. Es kann schwimmen. Na komm. Ja, perfekt. Na komm weiter, Schweinchen. Ja, ich kann gleich schlafen. Ich bin schon fast zu Hause mit meinem Schwein. Na komm, Schweinchen. Na komm. War jetzt nicht gerade dein Ernst hier, ne? Ja. Danke. Wo sperre ich dich jetzt ein, Schweinchen? Du kommst erstmal ins Haus. Los, komm. Na komm. Wann brauchtest du gerade die Nacht? Ich muss noch einen Schweinestall bauen. Ich? Nein. Und wehe, du bist so bekloppt wie die Hühner, dass ihr in die Lava reinlauft bei mir. Los, komm. Na komm.
Na komm, komm. Oh, was bist du für ein verwöhntes Schwein. Muss man für dich alle, wirklich alle Türen aufmachen? Na komm. Franzi? Ach so, ich habe verstanden. Das Schwein ist verbuggt, es geht nicht in mein Haus rein. Ich fang dich auf. Komm, komm. Das Schwein weigert sich, in mein Haus reinzugehen, ne? Hä? Mal vielleicht. Ne, ich habe schon beide Türen aufgemacht und es geht nicht durch. Hast bestimmt keine Kartoffeln mit, oder? Nee, aber Bananen. Nee, Quatsch, Karotten. Oh, der ist auf meine Schulter. Ups. Schwein davon hat ja lieber Kartoffeln haben. Lackt. Ja, es leckt. Ja, mein Schwein leckt auch. Aber es leckt. Es leckt an der Tür. Ich habe froh, dass nur die Tür ist. Tata! Ich bin rausgeflogen. Ich auch. Okay. Mein Schwein tut nichts mehr. Ich bin rausgeflogen. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Richtig. So. Gleich geht's weiter. Jetzt kommt nur ein Spot. Ich komm gleich wieder. Okay. So, gleich geht's weiter. Obwohl, wir können auch schon wieder bald aufhören. Wie lange streamen wir denn schon wieder? 2 Stunden 14. Na, ich muss gleich noch mein Schwein in Sicherheit bringen. Ich bin schon wieder runtergeflogen. Ja, das Folge kommt dann. Der Server ist jetzt auch runtergefahren. Leckt am Stein. Okay. Ich warte noch kurz, dass der Arbeitsspeicher runterfährt. So, Server fährt wieder hoch. Oh, Schar. Oh, das ist dein eigenes so Handy. Eins. User was moved to your channel. Danke. Hello. Ich bin wieder Bug. Hallo. Bug von Romdi Einkauf. WC. WC. Manu, es war hoch, Server. Olli? Ja. Das wackelt nicht. Natürlich geht der, ich bin drauf. Oh, nee, das ist einer von 100 Leuten auf dem Server. Doch, ich bin drauf. Aber wo ist mein Schwein hin? Nein! Ja, es geht. Mein Schwein ist... Ach, da bist du. Komm, Schweinchen, komm. Komm. Du kommst jetzt erstmal in den Hühnerstall, weil ich habe noch keinen Schweinestall. Komm, Schwein. Stimmt doch überhaupt nicht. Komm. Und alle Hühner, die jetzt den Hühnerstall verlassen haben, sterben. Haben sterben? Daisy, falls du noch zuschaust, ich würde vorschlagen, du schaltest jetzt erstmal ab. Schön, dass du reingeschaut hast. Stopp! Komm in 2 Minuten wieder. Olli macht gerade ein Massaker. Hat jemand von euch vielleicht 2 Kugelfische? Was ist denn daran so schlimm, dass er Hühner tötet? Weiß ich nicht. Nee. Kugelfische hat. Ja, Cookie hat genau 2, weiß ich. Ich hab versehentlich in ihre Fischtruhe geguckt. Cookie kann ich jetzt hören. Und du stirbst auch, du scheiß Vogel. So. Ist das noch fehlen würde, so ein Mod, dass man, dass es richtig das Blut rausspritzt. Die Mischung ist so unnötig. Feuerschutz und Rückstoß und Stärke. Gibt es bei Direwolf. Obwohl, warte mal, ich habe eigentlich auch noch Fische, aber ich weiß jetzt gerade nicht welchen. Ich guck mal. Ah, immer diese Werbung. Deine Werbung gucken. Cookie kann dich übrigens hören. Sie hört dich im Stream. Ja, aber zeitverzögert. Ja, dennoch hört sie. Ich habe nur einen Kugelfisch. Cookie hat er 2. So. Aber ich muss immer wieder eine Runde angeln. Ich war schon lange nicht mehr angeln. Ich habe kaum Fische. Wie macht man eine Angel? Aus 2 Fäden. Genau. Ja, also aber wie? Von oben rechts nach unten links machst du die Sticks. Also, die hat er. Ach ja, stimmt. Okay, danke. Bitte. Hab ich schon so lange. Oh, ich hatte 13 Tiere, die bellen. So, ich angel jetzt erstmal eine Runde. Ich 2. Ein Hund, ein Papagei.
Aber schlimm, wie man in Minecraft voll Inzucht machen kann. Ja, das ist alles. Solange es nicht unter Menschen geschieht. Ja, doch, die Villager tun das genauso. Sagte Menschen. Ja, Villager sind Menschen. Theoretisch. Nein, es sind keine Villager. Es sind. Warte. Genau, es sind Menschen. Es sind keine Villager, es sind Menschen. Nein, bleib da, nicht wegrennen. So. Es sind keine Menschen, es sind nur übergroße Javas. Was? Was? Okay. Star Wars. Was? Die Javas, diese kleinen Mini. Sag mir nix. Okay. Idiot! Nein, normal. Doch, guck dir Star Wars an. Zumindest den allerersten Teil. Ah, nein, so lange Star Wars geguckt. Star Wars und Harry Potter sind bei. Nee, warte. Star Wars und Herr der Ringe sind bei mir gleich interessant. Gar nicht. Ja. Yeah. Herr der Ringe ist voll cool. Hab ich auch noch nie geschaut. Ah, doch, warte. Oha. Star Wars habe ich schon mal geschaut. Herr der Ringe noch nie. Dann müsstest du ja wissen, was die Javas sind. Nein. Bandi, oder? Kennst du das, wenn du so einen Film nur nebenbei schaust, weil es dich eigentlich gar nicht interessiert, aber du nichts Besseres zu tun hast? Diese Dinger, die in der Wüste Schrott sammeln und was dann an andere Leute verkaufen. Die sind voll süß. Also, Bandi. Ja, bei Specs sehen die Dinger halt einfach wirklich so aus wie die, nur in groß und machen sogar dieselben Geräusche. Du meinst eine schrecklich nette Familie? Ich? Nein, hau mal mit. Aua, mein Kopf. Zu viel, du mal was. Meine Frage, was ist gut oder beziehungsweise wie bekämpft man gut die Wächter? Draufschlagen? Bei einem Wasserläufer. Ich hab Bücher mit Wasserläufer, wenn du brauchst. Was bringt Wasserläufer? Dass man schneller ist in Wasser, aber das brauche ich nicht wirklich, nein. Okay. Hauptsächlich unter Wasser atmen. 8, 16, ja, 24, ich kann 48 Minuten unter Wasser atmen. Schon ein paar Tränke fertig oder warum? Ihr 6 Stück? Deswegen macht gerade die Kugelfische. 6 Stück mit jeweils 8 Minuten. Ich hab dich hingesetzt, du Teil. Sollte reichen. Teil? Ja. Olli, worauf sitzt? Okay. Ah, so, okay. Hab's. Enderperlen fliegen unter Wasser auch nicht weit, ne? Ich hab keine. Ich hasse noch nie welche. Wenn jemand Enderperlen haben will, muss er mir nur Bescheid sagen, dann gehe ich eben ein bisschen ins End. Nee, ich nicht mehr. Na, ich würde gerne mal hin. Ich will auch mal ins End. Ich wusste nicht, ob das schon einer ein Portal dahin gefunden hat. Ja, Kevin und ich haben schon zweimal den Enderdrachen getötet. Also, ja, ich habe ihn danach nämlich noch einmal wieder neu beschworen. Wie war es nochmal dafür, nur um die Flugdinger da zu kriegen, ne? Braucht man das? Ja? Ja, die Flügel. Drin. So, ich bin mal kurz tiefer. Bis später. Du bist tiefer? Gut. Ja, tiefer. Leck den Fußboden. So. Oder vielleicht findest du alles Niveau. Nein, ich bin schon vom Server geflogen. Okay. Was ist mit dem Server heute los? Ich bräuchte lieber einen Helm mit Wasseraffinität. Ich war heute auch noch schon den ganzen Tag irgendwie. Hust gibt's ab der nächsten Minecraft-Version. Zeitüberschreitung? Was für Zeitüberschreitung? Wir sind gerade alle vom Server. Aber das Komische ist, die CPU sieht gut aus mit nur 3% Arbeitsspeicher. Der nutzt gerade nur 2,8 GB von 5. Wie sieht's aus mit der Verbindung zum Internet? Das ist alles schön. Frag den Verbindung zum Intranet. Oh, das ist so nervig, wenn man nicht eingibt, dass Pong kommt. Wie Ping Pong. Ach so, Sind gerade geschlossen. Ja, schon. Ping. Nee, hab ich nicht. Wir haben noch kein Plugin drauf, dass bei der Ping auch wirklich die Ping kommt. Das wäre praktisch irgendwie.
Ja, ich guck nachher mal. So, der Server ist auch wieder da. Es gibt auch Plugins, da siehst du dann einfach auf der Tab-Liste, wie der Ping gerade ist. Und weiter angeln. Aber der Minecraft-Server steht schon irgendwo in Deutschland, ne? Der steht in Taiwan. Ah, okay, das erklärt alles. Der war günstig, hallo? 2 Cent. So wie andere Sachen in Taiwan. Richtig. Genau. Nein, Quatsch. Ich glaube, der ist ganz normal in Frankfurt oder so. Welcher Hoster ist es denn? Trado, ne? Nee, MC Host 24. Noch nie gehört. Aber damals hat der Server mehr gedeckt, wo wir 2 Millionen Slots freigeschaltet haben. Es reicht... Was? Ja, wir hatten 2,4 Millionen Slots freigeschaltet. Und obwohl nur die Slots freigeschaltet waren, aber nicht so viele Leute drauf waren, hat schon ausgereicht, dass der Server geleckt hat. Ich habe eine Sattel geangelt. Olli, Interesse, dass ich gucke, ob ich auf meinen Server irgendwie einen Minecraft-Server mit Web-Interfacing kriege? Ach, nö, nicht wirklich. Okay. Aber danke. Bitte. Mir ist gerade eingefallen, ich hatte noch für irgendein Web-Interface noch eine Lizenz. Glaube ich, hoffe ich. Hoffentlich ist es nicht abgelaufen. Ich angel jetzt mit dem Papagei auf meiner Schulter. Ja, meiner ist zu Hause. Aber ich habe eine Schüssel schon geangelt, ja? Ich weiß nicht, wo kann man nochmal sehen, wie lange man einen Effekt hat? Inventar aufmachen. Ja, links. Ja, cool, da steht bei mir keine Zeit. Steht für da immer. So Strich, Strich, Doppelpunkt, Strich, Strich. Ah, da, jetzt. Ja. Cool, ich habe jetzt noch 4 Minuten Abbauermüdung, 3. Da hab ich gerade einen Ruhe von einem Ding erschossen. Von so einem Wächter. Ja. Ja, das ist lustig. Durch die scheiß Wand durch. Ja, ich weiß. Ja. Dieses Ding ist behindert. Ich bin an denen mal vorbeigefahren und ich hatte das mit dem Abbauen. Ja, jetzt sind die 6 Minuten Unterwasseratmung auch noch für die Cuts. Musst du Milch mitnehmen? Ja, und noch mehr Unterwasseratmungstränke oder was? Ich nehme noch nebenbei Fackeln mit, Fackeln. Aua, danke, dass man sich einfach ohne Vorwarnung zu einem wartet. Wie immer. Du, ich chippe mich zu dir. Ja, es beißt nichts an. Ach, und sag mal, ich hab immer wieder im Handfist. Ich will da mal diese komischen Dings da Pflanzen mitnehmen. Ich will auch ins End. Kann ich euch gerne mitnehmen, wenn ich wieder ins End gehe? Okay. Ich hab eine Wasserflasche bekommen. So, 7 Eimer Milch, hoffentlich reichen sie. Ich habe bisher nur Fische und eine Schüssel und... Du musst 30 Sekunden warten, um wieder etwas für das Melken zu verdienen. Man kriegt Geld fürs Melken? Ja. Je nachdem, welchen Job du hast. Ich habe keinen, der mir Geld geben würde. Irgendwer gibt dir schon Geld. Frag Olli. Und ich lagge. Cool. Jetzt. Schlafen, schlafen, schlafen. Warum kann man nicht das Bett auf den Baum stellen? Gerade im Dschungel. Da versuch mal im realen Leben auf Laub, ja. Auf Laub ein Bett zu stellen. Und? Ich glaube, kann man doch Stamm versuchen. Stellen. Muss die Bett halt wegmachen. Oh, ich habe eine Wasserflasche. Ich habe einen Bettwächter. Ein was? Ein Bettwächter. Ein Papagei sitzt bei mir im Bett oben. Ah, okay. Kugelfische. Franzi! Franzi, weg! Okay, du darfst selbst. Oder nee, warte. Was habt ihr so für Rüstung? Normale Dia-Rüstung. Normale Dia-Rüstung, woher hast du so viele Dias?
Ich hab mehrere Stacks fast gehabt. Was? Okay, ich muss regenerieren. Franz, ich habe noch nie einen Wächter alleine getötet. Oder überhaupt einen Wächter getötet. Ist einfach zu mir. Meinst du es gut, aber bist böse. Die Wächter droppen auch irgendwas. Ah, ich sterbe. Olli? Ja. Du hast immer noch keine Rüstung, oder? Doch, ich habe einen Helm. Ich habe viel Rüstung bei mir herumliegen, weil die immer in den Dörfern drinnen ist. Ich habe einen Helm. Viele Dörfer hast du schon gefunden? Rest. Theoretisch habe ich ein Stack Eisen. Ich könnte mir zumindest eine Eisenrüstung eigentlich machen. Ja. Aber irgendwie. Ah, ich kann den Wächter mit Pfeilen töten. Cool. Die Pfeile fliegen zwar nicht weit, aber ausreichend. Der Wächter droppt einen Fisch und einen Schwamm. Ist so? Also der große Wächter. Achso, oh. Du findest aber auch Schwämme in den Festungen. Ich weiß, deswegen, was meinst du, wieso ich hier rein will? Wegen Schwamm. Ja, nur wegen Schwamm. Nicht mal wegen dem Gold, nur wegen Schwamm. Hm. Na, okay, und Seelaternen. Nur ich hab grad meine Behutsamkeitsspitzhacke vergessen. Slash, home. Ich hab 2 Kugelfische. Lol, bei mir fliegt ein Squid. Squid. Slash back. Aha. Franzi cheatet. Ja. Aber immer doch. So. Find's aber blöd, dass das Schild gegen die Wächter nicht hilft. Jetzt angle ich auch nicht mal weiter, jetzt gucke ich nochmal kurz hier bei. Oh mein Gott! Ali! Was denn? Das bin voll erschreckt! Aber unschwer erkennt wahrscheinlich. Franzi, was machst du eigentlich da draußen? Nix. Was machst du eigentlich da draußen? Ah, nix. Schön, dass bei mir nichts anbeißt. Schau mir den Wetter. Ein paar Blöckgeile an. Hab noch. Danke. Bei dir beißt was auch, Olli. Kann es eigentlich sein, dass, ja, dass es mehr als einen großen Wächter gibt? Ich hab ja. Ich hab aber nichts im Inventar bekommen. Doch. Ich hab einen Sattel, ja. Wo kommt der Sattel her? Angelt. War sicherlich deiner. Nein, mein Angel! Hier gleich mal alle Knochen. Oh, ich kann da nicht in Ruhe angeln. Warum nicht? Du hast mir, glaube ich, versehentlich einen Sattel gegeben. Na, wie nicht? Ich habe noch nicht mal ein Pferd. Ach, siehst du, hatte ich nicht eigentlich ein Ziel, dass ich einen Wolf suchen wollte? Eigentlich ja. Wenn du willst, kann ich dir dabei helfen. Ah, hier sind ganz viele Papageien. Ich was? Die hast du von alle gefunden, oder was? Ja, ihr Beck sagt, du kannst kommen, aber du sagst, du kannst nicht. Ja, nee, aber ich nehme mal hier einen Wolf, ne? Guck mal, ich hab Knochen. Das geht nicht. Doch, ich kann die auswildern. Ja, ja. Nee. Bevor du dir Rüstung craftest. Du kannst bei mir auch nicht nehmen. Ich brauch's sowieso nicht. Was hast du denn für Rüstung? Ja, Eisenrüstung und Goldrüstung.
Aber du bist genauso wie ich irgendwie, oder? Kann das sein? Hm? Wieso? Also wirklich aufgeräumt hast du nicht in den Truhen. Ja, ich hab siehst du irgendwo ein Haus? Ja, nee, aber du hast Truhen. Man kann ja auch Truhen ordnen, trotzdem, auch wenn man kein Haus hat. Egal, ich bin so die einzige Person, die kein Haus hat. Warum hast du kein Haus? Ich weiß nicht. Soll ich dir ein Haus bauen? Na. Ich baue dir ein schönes Haus. Du klaust dir einfach irgendein Haus von irgendeinem Dorfbewohner. Oder ein Iglo. Ich mag ein Schneebiom ziehen. Hat irgendwer ein Schneebiom in der Nähe? Ich wohne in einem. Oh. Rat mal, woher die Idee mit dem Iglo kommt. Bist du mit der Karte dort? Moment. So. Ja. So, ich brate jetzt noch mein Hähnchen und danach würde ich vorschlagen, beenden wir den Stream, weil wir sind eh schon überfällig. Wieso denn? Wir streamen schon fast 3 Stunden. Na und? Ja, wir machen ja nicht mehr wirklich was gerade. Also von daher. Ja. Doch, du egal. Kannst immer weiter Wolf suchen. Fuchs, genau. Nee. Gut. Du kannst zu mir kommen. Bei mir laufen Wölfe rum. Wenn du ein paar Knochen mitbringst, geht das relativ schnell dann. Ich komme zu dir. Moment. Ich habe einen grünen Papagei gefunden, aber ich habe keine Samen mit. Scheiße. Soll ich vorbeikommen? Oder hat Bergus Spaß? Weil ich habe ja noch 3 Stacks mit. Franzi, wo, weißt du, wo hier die Schwämme lagern? Nein, das ist mein erstes Bobo. Das ist langweilig. Die sind in Räumen, meistens dann an der Decke. Seriosität springt an. Goldraum. Im Goldraum? Bin ich gerade dumm oder was? Was, die Seriosität oder was? Ja. Ach, und dann hin noch Kraft. Was bringe ich mit? Kann ich nicht einfach abschalten, meine Seriosität? Für die Wölfe. Ja, ich hab Knochen, hab ich, glaube ich. Was? Wie viele Scheißviecher sind das noch? Ansonsten muss es kurz noch. Was keine denn Ahnung, das sind verdammt viele Franzis. Ich hatte doch eben gerade noch meine Knochen, wo habe ich denn hingepackt? Ich hab wie viele schon gekillt, ich hab mindestens schon 5 Köpfe jetzt schon. Erstmal. Komisch. Jetzt ich bin Pferd ohne Zucker. Was? No. Komm her, Olli. Ich hab dir gerade Weizen geschmissen. Hm? Ah. Hier sind überall Schwämme. Hast du es dann gesammelt? Ja, da wollte ich mich jetzt gerade reinbauen. Ja, jetzt aber ich kann gerade nicht, weil ich hab. Ja, aber ich muss meine Knochen suchen. Meine Knochen sind weg. Kann ich nichts abbauen? Magst du einen blauen Papagei haben, Olli? Nee. Mir reicht meiner, den ich jetzt habe, erstmal aus. Ich bin Franzi, alle Schwämme. Mag irgendwer einen blauen Papagei nur haben? Ja. Ah, hier sind meine Knochen. Aber das Franzi ist eingeschaltet, ja, ne? Hui. Linke. Hallo? Ja, ist klar, ich bin hier fast am Verrecken und der scheiß Blob spawnt einfach wieder. Das ist aber ein komischer Wolf. Guck mal hier oben. Hier ist schon einer. Ah, hallo, bleib stehen, danke. Bitte. Oh. Hallo? Hallo? Ich hab einen Knochen. Hast du echt mehr Knochen mit? Es an. So, ich spiel jetzt Terra. Der will keinen Knochen. Ja, der ist auch in dem. So, jetzt nochmal. Ah. Es hat funktioniert. So, willst du noch eine Farbe fürs Halsband haben? Ja, gerne. Welche Farbe soll es haben? Das wieder wie geht's? Ich nehm grün. Hast du grün? Oh, du hast echt Glück. Ich hab grün und türkis dabei. Ach, danke schön. Und dann auf den Rechtsklick damit. Ja. Wie geht es? Du brauchst dementsprechend Kaktusgrün. Ach, du. Also einfach nur Farbe. Ja. Da oben läuft sogar noch ein Hund rum, falls du noch einen haben willst. Ja, mal erstmal gucken, welcher meiner ist. Ich glaube, das ist meiner. der mit dem Halsband. So, und dann einfach mit dem grünen Rechtsklick auf ihn. Ah, danke schön. Bitte. So, und hier oben ist noch einer, falls du noch Knochen hast. Nee, ich habe gerade alle investiert. Also einen einzigen Knochen habe ich noch, aber ein Wolf reicht mir aus. So, und der kommt, wenn er läuft, kommt er automatisch bis zu mir, ne? Richtig, ich brauche einfach weg und der sollte theoretisch hinterherlaufen. Ja, Moment. Wow. Das war jetzt gerade sinnvoll. Sowas von.
Ich wollte eigentlich Home eingeben. Ja, teleportiert dich 5 Blöcke. Der teleportiert sich mit. Ah, perfekt, Esser. Guck mal davor. Aber wehe, du scheiß Hund, kommst auf die doofe Idee und tötest mein Papagei, ja? Ihr seid Freunde, ja? Ihr seid ganz liebe Freunde. So. Anna, willst du noch ins Schneebiom? Danke auf jeden Fall, ja. Ne? Nochmal. Warte, gerne. Ich muss vorher nur schnell haben und meinen Papageien abliefern. Du hast keine Vorwarnung, hier laufen sehr viele weiße Hasen rum. Ja. Und was ist da schlimm dran? Keine Ahnung, falls du ganz sehr Kaninchen magst und du dadurch einen Herzinfarkt bekommen kannst, ich bin nicht dafür verantwortlich. So, gut, dann würde ich mal vorschlagen, okay, ich beende jetzt tatsächlich den Stream. Okay, Anna ist auf meiner Schulter. Mach das. Papagei, Papagei, so, Kennst du mir oder kennst du mir? Ach, ich merke auch schon, gerade die Zuschauerzahl geht auch schon nach unten, weil die schon alle eingeschlafen sind. Obwohl, dann wäre sie noch oben, weil sind ja eingeschlafen. So, dann war's das heute mit Minecraft. Samstagsbilder kommt dann am Samstag. Und ja. Muss ich ganz kurz. Eins muss ich noch ganz kurz gucken. Gut, passt. So, dann würde ich sagen, dann war's das. Kommt gut. Cookie Hearts hast du gequestet. Cookie Hearts, Moment. Kann ich mir zu dir TP'en? Ja, kannst du machen. Ui. Hi. Hi. Oh, ganz viel Schnee. Ui, leck. Wo wohnst du? Cookie wollte sich noch zu mir stellen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's. Gute Frage. Danke fürs Zuschauen und, wann kommt der nächste Stream? Ich glaube Montag, ne? Offiziell. Morgen vielleicht noch irgendwas, mal gucken. Und Montag auf jeden Fall kommt dann Star Stable Online. Euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.